total happy, dass wir jetzt auch. Also, das war nicht ohne. Ich habe noch nie erlebt, so was zu sehen. Hallo! Aha! Hallo! Ja. Herzlich willkommen in der Diesel. Mein täglicher 8000er hier. Freut mich sehr. Der Aufstieg, ja. Ich grüße ganz herzlich. Diesen Fehler zu machen. Also nur ein, der den Text spricht. Das kann ich machen. Ich habe übrigens zwei fantastische Abzeichen. Denken immer, es sind sowjetische Orden. Das eine bedeutet, dass ich 10 Jahre Mitglied des Vereins des ersten FC Union bin. Sehr gut. Und das andere ist das Wahrzeichen von Treptow-Köpenick. Und weil das mal ein Fischerdorf war, sind da immer noch Fischer drin. Ja, also du kannst. Okay. Sehr gut. Viel Spaß. Dankeschön. Ich rufe sie dann auf. Viel Spaß. Ja. Ja, ja, hey. Guten Tag. Hey. Dankeschön. Vielen Dank. Also, lieber Wolfgang Niedecken, Sie sind 1951 in Köln, und zwar Südstadt, geboren worden. Das Erste, was mich interessiert, wuchsen Sie als Einzelkind auf, weil ich nichts über Geschwister gefunden habe? Oder wuchsen Sie nicht? Also ich weiß, dass Sie einen Halbbruder haben, aber der ist ja 20 Jahre älter. Das schließt ja Einzelkind nicht aus. Und außerdem wollte ich gerne wissen, was an der Südstadt Besonderes ist in Köln. Oh, das ist aber schon abendfüllend, würde ich sagen. Ja. Also mein Bruder wurde von meinem Vater mit in die Ehe gebracht, der war 20 Jahre älter. Und war für mich eigentlich eher so eine Art Onkel eigentlich. Ich habe den sehr respektiert, ich mochte ihn auch sehr gerne, der hat mich sehr nett behandelt, habe dann später auch mir meine ersten 3 Akkorde auf der Gitarre gezeigt, C, F und G7. Der war nämlich ein Genie, der konnte sämtliche Familienfeiern mit diesen 3 Akkorden bespaßen. Egal, was dazu gesungen wurde, es ist unfassbar. Also wir lagen von Madagaskar bis zu Karnevalsstücken und alles Mögliche konnte der mit C, F und G7 spielen. Das war gut. Aber dazu wahrscheinlich später mehr. Ja. Und er war ein sehr netter. Der hat dann auch bei meinen Eltern im Laden mitgearbeitet. Und ja, in die Südstadt, ja. Was da so toll dran war, das war für mich als Kind naiv, wie man als Kind halt ist. Es war halt wie ein Dorf. Wir haben eigentlich nur in Trümmern gespielt. Klar, ich bin im 6. Jahr nach dem Krieg geboren, sehr viel Trümmer. Das war ein proletarisches Viertel, wo ordentlich Bomben gefallen sind. So in Marienburg fielen kaum Bomben, aber doch in der Südstadt fielen viele und wir haben halt hauptsächlich in Trümmern gespielt. Ich bin ja vor Ihnen 48 geboren. Bei uns wurde von den Kindern auch häufig, bis dann einmal wirklich was passierte, mit Schwarzpulver gespielt. Ja, glaube ich auch. Alles Mögliche. Wenn ich mal überlege, in welchen Tiefkellern wir gespielt haben. Ja. Die Häuser, die waren ja auch nicht gesichert. Nee. Da brachen ja immer wieder noch Sachen ab. Aber es war halt unglaublich abenteuerlich. Es waren Abenteuerspielplätze und wir wussten auch nicht viel von diesem Krieg. Ihre Mutter soll ja sehr lebenslustig gewesen sein und ihre Kreativität sehr früh gefördert haben. Wie machte sie das und in welcher Richtung förderte sie ihre Kreativität? Meine Mutter hat viel mit mir gezeichnet, gemalt, weil meine Mutter war Tochter eines Kirchenmalers, der allerdings in diesen schlimmen Zeiten zwischen den Kriegen keine Fresken mehr in die Kirchen malen konnte, sondern er musste seine vielköpfige Familie als Maler und Anstreicher durchbringen, was ihn wirklich, das hat ihn sehr, sehr unglücklich gemacht. Aber er hat es irgendwie geschafft. Aber jedenfalls, er hatte dieses Talent, das zu machen, hat er meiner Mutter vererbt. Aber meine Mutter war
20 geboren, kann man sich ausrechnen, was die für eine Jugend dann wiederum hatte. Die wäre gerne Modezeichnerin geworden, die hätte gerne sowas gemacht. Die ist dann Sekretärin in der Kölner Stadtverwaltung geworden und nach dem Krieg hat sie meinen Vater kennengelernt. Und trotzdem interessiert mich bei Ihrem Großvater, also dem Kirchenmaler, ob er Sie an Malerei herangeführt hat. Nee, mein Großvater ist eine Woche bevor ich geboren wurde, im gleichen Krankenhaus gestorben. Das ist, also in der Familie hält sich nur so ein Aberglauben. Seine Seele wäre zu mir rübergewandert. Und so meine Cousinen sagen auch immer, muss ich leider auf Kölsch sagen, genau wie der Platz im Mann ist. Also der hieß Hermann Platz. Mhm. Nachdem hat man in Berlin dann auch einen Platz benannt. Mhm. mein Onkel sollte eigentlich Meinen Sie jetzt Ihren Halbbruder oder meinen Sie jetzt Ihren richtigen? Mein Onkel, mütterlicherseits der älteste Bruder meiner Mutter, der sollte eigentlich Klotwig heißen. Haben sie ihm aber nicht erlaubt. Der hieß dann Ludwig, der Ludwigplatz. So. Und der ist eine Woche vorher gestorben, soll in seinen Endträumen noch gestammelt haben, auch wieder auf Kölsch. Ovelit und Stini hätten gerade eine kleine Junge geboren. Also oben liegt unsere Tini, die hat gerade einen kleinen Jungen geboren. Sehr süß. Das hat aber erst eine Woche später stattgefunden. Ihr Vater soll tief katholisch gewesen sein. War er ein Gegenstück zu Ihrer lebenslustigen Mutter oder kann man das nicht sagen? Irgendwie schon. Es hat aber irgendwie so Yin und Yang mäßig schon zusammengepasst. Es hat irgendwie, meine Mutter war 16 Jahre jünger als mein Vater. Ihr Verlobter war in Russland gestorben, gefallen. Mhm. Und die hat dann nach dem Krieg dann zwei Häuser weiter von unserem Laden aus die Severinstraße hoch, sozusagen Severinstraße 5, ja, Ungartenzahn. Unser Haus war Severinstraße 1, Severinstraße 5, in der Bäckerei Brochmann gearbeitet. Und irgendwie fand mein Vater die wohl dufte. Und dann hat er was dazu unternommen und siehe da. Aber was heißt denn, dass er streng katholisch war? Hat er sehr streng katholisch kann ich, mein Vater war überhaupt nicht streng. Aha. Also der Begriff streng funktioniert bei meinem Vater gar nicht. Mein Vater war ein absoluter Softie. Also der ein unglaubliches Glück hatte, dass er weder in den Ersten Weltkrieg, da war er zu jung, eingezogen wurde, noch in den Zweiten, da war er schon zu alt. Den haben sie nur mal in Rheinauhafen mit irgendeinem Gewehr geschickt zum Wache stehen, damit da nichts geklaut wurde. Das war aber auch alles. Ansonsten hat er sein Lebensmittelgeschäft versucht zu betreiben. Und, nee, streng stimmt nicht, aber tief katholisch, so habe ich es gemerkt. Ja, tief katholisch, streng gläubig. Ja. Also mein Vater hatte wirklich so eine Art Kinderglauben. Also mein Vater hat wahrscheinlich gedacht, der Mann mit dem langen weißen Bart sitzt auf der Wolke und guckt, was abgeht und merkt sich das alles. Für den Fall, dass man irgendwann vor ihm steht und dass er dann sagen kann. Mein Vater hat sowas geglaubt. Sagen Sie mal, aber was mich auch interessiert, kann das sein, ich erlebe das ja immer in Bayern, dass die Menschen dort lebenslustiger sind, fröhlicher, humorvoller, weil es die Beichte gibt. Man wird ja alle Sünden los. Während ich die ja nie los werde. Mein Lebtag schlage ich mich damit rum. Ja, also das soll wohl ein Pluspunkt für die Katholiken sein, dass sie sich das erlauben können. Aber das war dann auch wieder ganz schlimm. Ja. Dadurch, dass mein Vater geschieden war, durfte er nicht zu den Sakramenten gehen. Er durfte also auch nicht beichten gehen. Er durfte nicht zur Kommunion gehen und er hatte große Angst, dass er ohne die letzte Ölung sterben würde. Dann hat sich dann Gott sei Dank irgendwann doch noch ein netter Priester gefunden, der ihm die letzte Ölung gegeben hat. Wie wirkte sich denn aus, dass er Lebensmittelhändler mit einem Krämerladen war? Wie das sich auswirkt? Für Sie. Haben Sie da von Kindheit an schon irgendwie mit im Laden gestanden und so weiter? Nicht gestanden. Also ich habe von Kind an, also noch bevor ich eingeschult wurde, bin ich mit meinem Vater morgens sehr früh aufgestanden.
Dann fuhr man in die MVK, das war die Milchverwertung Köln. Da hat man alles an Milchprodukten gekauft, teilweise auch lose Milch, die wurde noch in Kannen auch angelegt. Ja, ich weiß. In Kannen. Man durfte sogar noch mit einer Kanne einkaufen gehen. Ne, ja, Milch, man durfte sogar sonntags für ein paar Stunden aufmachen, aber nur lose Milch verkaufen in den, noch in den 50er Jahren. Und dann anschließend nach der MVK dann in die Großmarkthalle. Da wurde dann Obst, Gemüse und Käse und weiß der Teufel was alles eingekauft. Und irgendwann gegen 10, 11 wurde dann gefrühstückt. Bis dahin war noch nichts. Und in den Zeiten, bevor ich eingeschult wurde, habe ich das aber auch sehr gern getan. Ich war sehr gerne mit meinem Vater zusammen. Also ich war in den Jahren war ich wirklich ein absolutes Papakind. Sagen Sie mal, wie das war. Hat man damals noch angeschrieben oder musste immer gleich bezahlt werden? Oder gab es Leute, für die man angeschrieben hat und dann am Monatsende haben sie bezahlt? Ja, gab es auch. Es gab das Buch. Das Buch, das gab es. Da stand das dann alles drin und man wusste von einigen Leuten, da dass sie das niemals bezahlen werden. Und dann hier und da fand dann auf wundersame Art und Weise eine Radiergummibearbeitung statt, wo das dann klein gehalten wurde und irgendwann wurde es dann vergessen. Da war Ihr Vater eher großzügig? Nein, mein Vater musste da ehrlich gesagt von meiner Mutter und von meiner Schwägerin ein bisschen hinters Licht geführt werden. Alles klar. Man kann ja mit ausradierten Zahlen kann man ja nochmal neu schreiben. Auch klar. Sie sind nun katholisch aufgewachsen. Erzählen Sie uns von dem katholischen Internat St. Albert in Bonn. Ich weiß, dass Sie da auch schlimme Erfahrungen gemacht haben. Davon, wenn Sie wollen zumindest, können Sie uns gerne erzählen. Aber mich interessiert auch, ob Sie es Ihren Eltern erzählt haben und wie die darauf reagiert haben. Aber fangen wir erstmal an mit den Erlebnissen. Das ist also zunächst mal, also dass ich überhaupt in dieses Internat gekommen bin, lag daran, dass sowohl mein Vater wie auch meine Mutter keine höhere Schule besucht hatten. Ich war der Erste in der ganzen Familie, der überhaupt aufs Gymnasium geschickt wurde. Auch der Einzige aus meiner Volksschulklasse. Ich war der Einzige. Und habe natürlich gedacht, das wird jetzt so easy weiterlaufen wie auf der Volksschule. Und meine ganzen Kumpels in der Kölner Südstadt, die standen dann mittags, standen die unten und haben gerufen, so weiter mitspielen können, Fußball spielen, weiß der Teufel was. Und ich bin dann auch gegangen, habe also nicht großartig Hausaufgaben gemacht. Das habe ich nicht für nötig empfunden. Nur auf dem Gymnasium ging das dann nicht mehr so. Und dann nach einem halben Jahr merkte man, dass ich jetzt also entweder das Gymnasium für alle Zeiten verlassen müsste, oder aber in ein kleines Internat, das war ein Konvikt. Wir haben in dem Internat gewohnt und sind dann in die Stadt aufs Gymnasium gegangen. Also wir waren so ungefähr 50 Jungs, betreut von drei Patern und drei steinalten Nonnen, die gekocht haben. Und eigentlich war das auch noch eine Idylle ganz am Anfang. Bis wir dann einen Pater hatten, der wohl sozusagen also ein Päderast er hat es gerne gewalttätig gemacht, ja. Also Gewalt und sexueller Missbrauch. Ja. Also der hat also, und das hat uns natürlich vor eine unfassbar unlösbare Problem gestellt, weil richtig. Der hat uns so lange beispielsweise Vokabeln abgefragt oder Lateinstücke auswendig lernen lassen, bis wir einen Fehler gemacht hatten. Wenn wir dann einen Fehler gemacht hatten, wurden wir in den benachbarten Park geschickt. Da mussten wir selber die Stöcke schneiden, mit denen wir geprügelt wurden. Auf den nackten Rücken, auf den nackten Hintern. Und dann mussten wir weiterlernen. Das ging dann manchmal bis nachts um 12. Und wenn ihm dann danach war, dass er das dann milde walten lassen, dann durfte man zu ihm auf den Schoß und dann wurde man befummelt. Das habe ich meinen Eltern natürlich nicht gesagt. Ich hing ja in diesem Gewissenskonflikt. Ich habe nicht ordentlich gelernt und außerdem ein Mann der Kirche, das kann nicht sein, der wird schon recht haben irgendwie. Und dann hat mir aber Gott sei Dank
mein Vater mich unter der Dusche gesehen in Köln und mich gefragt, was dann diese Striemen alle auf meinem Rücken und Hintern sollten. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann war mein Vater zum ersten Mal wirklich sehr, sehr von Zivilcourage getrieben. Und er hat dann mit einem anderen Vater, wo ich dann gesagt habe, dem ist das Gleiche passiert. Die sind dann unmittelbar nach Rheinbach gefahren und haben dafür gesorgt, dass der aus dem Internat verschwand. Was aber auch nicht ganz konsequent war. Das heißt nicht ganz konsequent, überhaupt nicht konsequent. Also die hätten dafür sorgen müssen, dass dem endgültig das Handwerk gelegt wurde. Der wurde nur an ein anderes. Der wurde nur versetzt. Hm. Ich weiß aber jetzt viele, viele Jahre später, dass man ihn wirklich versetzt hat und dass man darauf geachtet hat, dass er niemals mehr mit Kindern zu tun hatte. Ja, das ist schwer für so ein Kind. Das nutzen sie ja auch aus. Übrigens, das ist ganz interessant, die meisten, die sexuellen Missbrauch mit Kindern machen, sind gar nicht pädophil. Es gibt natürlich. Die sind ja dann krankhaft gestört. Da ist es die Frage, ob sie es beherrschen können. Für die meisten ist es einfach leichter. Erwachsene zu gewinnen, ist viel komplizierter als Kinder. Das ist Bequemlichkeit. Ja, man macht natürlich auch den Bock zum Gärtner. Ja. Ja, also man, wenn ich mir das vorstelle, dass das mit meinen Kindern passieren würde, ich weiß gar nicht. Waren solche Vorfälle der Grund für die Auflösung des Internats? Nein. Also ich habe ja damals auch gedacht, es wären wir vielleicht eine Handvoll voll Mitschülern gewesen, sondern es war dann auch wieder viele, viele Jahre später, das ist jetzt irgendwann im letzten Jahrzehnt, treffe ich noch jemanden aus meinem Internat, den ich ewig nicht mehr gesehen habe, in einem Parkhaus in Köln, sehr gefreut, den zu treffen. Und dann haben wir uns ausgetauscht, was in der Zwischenzeit alles gelaufen ist. Und dann beim Weggehen sagt er übrigens, wir waren alle reif. Wir waren alle? Wir waren alle reif. Ja. Wir waren alle reif. Und das war, einer hat sich sogar noch das Leben genommen, innerhalb dieses letzten Jahrzehnts, weil er einfach nicht mehr damit leben konnte. Sie machten Ihr Abitur am städtischen Nein. Rheinbach-Gymnasium. Am städtischen. Ich hab kein Abitur gemacht. Aber, ne? Sie müssen es ja nicht gemacht haben, aber in Richtung Abitur. Ja, sind Sie dort gewesen. Wann kam und wie kam denn der Wechsel von diesem katholischen Internat zu dieser städtischen Schule zustande, egal wie lange Sie dort waren? Nein, also wir sind ja in diesem Konvikt, haben wir nur gewohnt. Ah. Und wir sind dann ins Gymnasium, zum Gymnasium gegangen, ja. Aber auf die erste Frage, das Internat wurde geschlossen, weil dieses Gebäude zurück an die Bundesrepublik Deutschland gefahren ist, die hatten das gemietet. Und da Rheinbach auch eine Garnisonsstadt ist, haben die da irgendwie so irgendein Militärding da reingemacht. Mittlerweile ist es wieder was ganz anderes. Aber gibt es immer noch Rheinbach, Tomberger Straße 16, die Adresse weiß ich noch. Ist mittlerweile wieder was anderes drin. Aber damals war der Grund, der Bund wollte dieses Haus wieder haben. Und ich war mit einem anderen Geschwisterpaar die einzigen, die dann in Rheinbach noch geblieben sind, um das Gymnasium zu Ende zu machen. Und das war dann allerdings 67, 68 rum, wo ich natürlich alles andere zu tun hatte. Als Latein zu lernen. Anstatt zu lernen. Also ich habe meine Band gehabt, ich habe nur noch die Auftritte an den Wochenenden geplant und ich bin zur Schule als Gasthörer gegangen. Ja. Meine Freundin hatte schon Abitur und dann haben wir überlegt, fährst du mich mal gerade dahin? Und dann sind wir dahin gefahren und haben geguckt, ob was für mich dabei war. War aber nichts dabei, bin ich wieder gegangen. Sagen Sie mal, was mich interessiert. Sie sagten immer, dass Sie mit dem sechsten Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, als einzige Schwierigkeiten hatten, während die anderen Gebote für Sie kein Problem waren. Wann haben Sie denn dieses Geständnis und aus welchem Grunde abgelegt? Habe ich das gelernt? Ja. Wo habe ich das denn gesagt? Ich habe es gefunden. Echt? Keine Ahnung, wem ich das gesagt habe. Dann nehmen Sie das hiermit zurück. Ja. Sie sind nach dem Tod Ihres Vaters aus der katholischen Kirche ausgetreten. Was mich interessiert, hatten Sie das schon vor und wollten es Ihrem Vater nicht antun? Ja. Ah ja.
Und deshalb haben Sie bis zu seinem Tod niemals angetan. Wenn er noch leben würde, hätte ich es immer noch nicht gemacht. Ja. Das wäre für ihn, unfassbar schlimm gewesen. Aber danach war einfach, reicht jetzt, ist gut. Hat das etwas mit Ihrem Glauben zu tun oder nur mit der Institution der Kirche? Nein, also ich sage immer scherzhaft, ich bin Restkatholik. Ja? Also so wie Bundesliga 51%, okay. Ja? Also ich bin Restkatholik, weil ich halt das auch verinnerlicht habe, die Erziehung. Also ob man es Solidarität nennt oder Nächstenliebe, ist doch ziemlich egal. Also und für mich ist auch so die Frage nach Gott. Ich glaube an den kategorischen Inbegriff. Das müssen Sie uns jetzt gleich erklären. Sie sind nämlich heute nach Ihrer eigenen Definition ein Agnostiker mit Gottvertrauen. Erklären Sie mir das mal, was das ist. Ja, ich habe diese Oxymoron sehr gerne, so wie reinrassiger Straßenköter finde ich auch sehr gut. Das stimmt. Sie haben sich sehr früh für Kunst interessiert. Kann man sagen, gleichberechtigt von Anfang an für Malerei und Musik? Ich habe immer als Kind sehr gern gezeichnet, eben mit meiner Mutter auch, man hat mir Tricks gezeigt und so. Dann fing das mit den Beatles an. Also ich habe die Beatles knallten 1963 in mein Leben, da war ich 12. Vorher hat Musik mich überhaupt nicht interessiert. Das war also Kirchenmusik, Pfadfindermusik, Marschmusik, war nichts für mich dabei. Das war einfach, wenn es Rock'n'Roll war, Elvis, hat mich auch nicht interessiert. Im Gegenteil, also die Typen, die hinten auf ihrer Lederjacke Elvis draufstehen hatten, da musste man sich höllisch in Acht nehmen, sonst gab es aufs Maul. Insofern, also Elvis war mir sehr unsympathisch und auch diese ganze Erscheinung mit dieser scheiß Frisur, und das war, ich mochte den nicht, mochte den wirklich nicht. Und es gibt auch viele Geschichten, die mich dann auch bestätigt haben. Er hat die Beatles verpetzt zum Beispiel. Würde ich ihm niemals verzeihen. Ja. So, und es war jeweils nichts dabei. Und dann plötzlich fuhr ein Klassenkamerad mit seinen Eltern nach London und brachte die ersten Beatles-Platten mit. Wann war das? Wovon ich noch nicht wusste, dass es die Beatles waren. Ja. Der hatte diese Single, hat er doppelt gehabt. Also einmal, wann war das? 62, 63? Das war 63. Ja. 63. Es war, und dann, ich wusste, der hat eine Single, hat er doppelt. Und zwar auf dem deutschen Odeon-Label, das war grün. Und auf dem britischen Label, das war schwarz, ich weiß nicht mehr, welche Firma das war. Jedenfalls auf der Vorderseite war From Me to You. Auf der Rückseite war Thank You Girl. Und diese Lieder fand ich sensationell. Fanden wir alle. Also es war auf einmal so, boah. Wir haben kaum Englisch gekonnt, weil wir hatten ja Latein. Ja, und, aber das mit dem Thank You Girl und von mir zu dir, das hat schon die Fantasie so ziemlich getriggert. So ist, weißt du, ja. Ich muss Ihnen sagen, ich muss ein bisschen angeben damit. Anfang 63 war meine Großmutter väterlicherseits zu Besuch bei uns. Und die wohnte in Paris. Ah. Und die brachte die erste französische Langspielplatte von den Beatles mit. Wow. Und ich fand die fantastisch. Und dann hatte ich Geburtstag am 16. Januar, da war fast meine ganze Klasse da. Und dann habe ich die Platte aufgelegt. Ich war der absolute King. Aber da muss ich Ihnen noch zwei Erlebnisse erzählen, die ich auch spannend fand. Meine Mutter sagte zu mir den Satz, sag mal, die singen ja immer dasselbe. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Jedes Lied ist verschieden. Und dann höre ich doch, ich hatte mir vorgenommen, diesen Satz nie zu sagen, wie mein Sohn ACDC hört, und ich sage, sag mal, die singen doch immer das Gleiche. Kann doch nicht wahr sein. Und dann hatte ich eine wunderschöne, meine erste Geschichte mit dem Ministerium für Staatssicherheit, die bestand darin, dass der Direktor der Schule mich bestellte. Aha. Und sagte, Gregor, hier war jemand von der Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit. Was sag ich, weshalb? Also war ich schon an der Arbeiter- und Oberschule, also Gymnasium, wenn man so will. Er sagte, ja, es gibt das Gerücht, dass du unserer Schulband Tonbänder mit der Beatles-Musik zur Verfügung gestellt hättest, damit sie danach üben können. Ja. Und da sage ich, das kann nicht stimmen, ich besitze gar kein Tonbandgerät und auch keine Tonbänder. Ach so, sagt er, ist ja alles erledigt. Es war natürlich die Schallplatte. Aber,
Ich war entsetzt, weil ich bis dahin ja dachte, die liegen hinter Büschen, um Spione zu beobachten und zu fangen. Dass die sich für so einen Scheiß interessierten, hat mich einfach umgehauen. Und da habe ich mich abends bei meinem Vater beschwert, der dann also versuchte, mir das irgendwie zu erklären, aber es leuchtete mir beim besten Willen nicht ein. Aber da wussten alle, dass ich ein Advokat bin. Ja. Denn die Ausrede, ich habe kein Tonbandgerät, stimmte ja. Ja, genau. Nicht gelogen. Absolut korrekt. Nicht gelogen. Aber ich glaube, er meinte was anderes. Sagen Sie mal, Sie haben dann an einer Kunsthochschule oder Fachschule studiert. Wie lernt man dort malen? Das war, nachdem ich dann letztendlich von der Schule geflogen war, weil ich nur wirklich nichts mehr getan habe, hatte man einen Grund, mich da zu feuern. Aber es war schon link. Es war schon insofern link, weil ich habe eigentlich immer dafür gesorgt, dass ich für meine Beton 5 in Mathe ausreichend in den Laberfächen Ausgleiche hatte. Ich habe sehr oft in Religion eine 1 gehabt, in Geografie, in Geschichte, wunderbare Ausgleichnoten. Und dann hat man mir, dann hat man mich in der Unterprima sitzen lassen mit einer 5 und keinem Ausgleich. Plötzlich aus heiterem Himmel gab es keinen Ausgleich mehr. Und das konnte ich dann gehen. Das war dann Ende. Es war sehr ungerecht, aber trotzdem, es war gut, weil ich hätte sowieso Kunst studiert. Es war eigentlich nur, ich wollte sowieso freie Malerei. Nee, Moment, zunächst mal wollte ich nur zeichnen und malen und habe, glaube ich, meinen Eltern dann auch gesagt, ich würde dann irgendwie Grafiker werden und in die Werbung gehen und irgendwie Werbegrafiker oder irgendwie sowas. Aber kaum war ich da drauf, ging das Richtung freie Malerei und das war auch gut für mich. Es war also diese 4 Jahre auf der Fachhochschule für Bildende Künste hieß das. In Köln hieß es dann Kölner Werkschulen. Also das heißt, Sie konnten, als Sie die Fachhochschule verließen, besser zeichnen als vorher? Ja, vor allen Dingen malen. Also ich habe Malerei studiert und bei einem wunderbaren Professor, Dieter Krämer, der das eigentlich sehr weitsichtig gemacht hat. Der hat uns voneinander lernen lassen. Erklären Sie mir das doch mal. Also ich kenne Fußballtrainer, die schlechte Fußballer waren, aber gute Trainer sind. Ja. Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Ja. Und gibt es da Professoren, die gut einem etwas beibringen können, auch eine Ästhetik beibringen können, ohne dass sie selbst gut malen können? Gibt es auch, aber es fängt ja auf der Fachhochschule für Bildende Künste, der Kölner Werkschule, hat man zunächst mal eine Grundlehre, das waren 2 Semester Grundlehre. Da hatte man einige Dozenten, da hatte man Leute, wo man zum Aktzeichnen hinging, zum Sachzeichnen, die einen dann auch wirklich genau auch verbesserten, die dann wirklich wie durch die Reihen gingen und geguckt haben, was man da so gemacht hat und hat hier und da geholfen und in der Perspektive mal so mal. Das waren die handwerklichen Fähigkeiten. Und da haben wir Kunstgeschichte gehabt. War sehr interessant und war für mich wirklich... Für jemanden, der in der Schule, der auf dem Gymnasium eigentlich schon mehr als Gasthörer sich verhalten hat. Ich bin jeden Morgen gerne aufgestanden und habe das alles gemacht. Das war für mich, ich habe gemerkt, ich kann mich verwirklichen und ich lerne hier was. Also im Unterschied zur Schule haben Sie das gerne gemacht? Habe ich sehr gerne gemacht, sehr gerne gemacht. Und die Frage, warum ich nicht Musik studiert habe, ganz einfach. Ich habe nie ein Instrument mit Noten gelernt. Also ich hätte niemals auf einer Musikhochschule eine Aufnahmeprüfung geschafft. Man wird immer für Dinge berühmt, wo man das Technische gar nicht beherrscht, aber was anderes beherrscht. Und sagen Sie mal, und wie wirkte sich Ihr längerer Aufenthalt bei Howard Kanowitz, glaube ich, ne? Bei Kanowitz in New York aus? Erstens, werden Sie perfekt Englisch oder Amerikanisch gelernt haben, aber zweitens, wie hat der Sie beeinflusst und beeindruckt? Also die Geschichte ging wiederum so, dass einer aus unserem Trio, wir waren 3 Jungs, das war der Rainer Groß, der kam ein bisschen später auf die Hochschule und der Manfred Böker, der dann später bei Bab auch Percussion gespielt hat und ich, wir liefen immer im Trio rum und dadurch, dass der Rainer Groß etwas später auf die Schule kam,
und auch nicht genau wusste, wo er denn nur jetzt dann seine Arbeitsstelle, also seinen Arbeitsplatz finden würde, aber das war alles sehr beengt. Stand er mehr oder weniger immer rum und wusste nicht so genau. Und dann kam halt die Frage von unseren Dozenten, ob da wäre ein amerikanischer Künstler in Köln, der hätte dieses DAAD-Stipendium bekommen, ob nicht einer von uns ihm beim Einrichten seines Ateliers helfen würde, um ein bisschen zur Hand zu gehen. Und der Rainer Groß, den wir immer nur die Mütz nannten, sagte dann, ja, dann mache ich das halt. So. Das hat er dann gemacht und das hat ungeahnte Folgen für uns alle gehabt, weil der Karnowitz war so happy mit seinem deutschen, kölschen Assistenten, dass er den anschließend mit nach London genommen hat und dann wiederum nach New York mitgenommen hat. Und das wiederum kriegte der Larry Rivers mit. Larry Rivers war der Maler der Beat-Generation, also Kerouac, Ginsberg, die ganzen Kollegen. Und der Larry Rivers wollte dann auch so einen Assistenten. Und dann rief der Rainer Groß bei uns in Köln an, er hat keiner Lust von euch nach New York zu kommen, weil der braucht auch einen Assistenten. Und der Schmal ist dann tatsächlich rübergegangen. Und dann, die beiden hatten natürlich nichts mehr. Wir wollten dann eben, dass ich auch noch komme. Dann hatte man dann schließlich auch für mich eine Arbeitsstelle. Und zwei standen mir zur Debatte. Eine war bei einem Maler namens Lowell Nesbitt, dessen Bilder ich nicht gut fand. Und die andere war bei einem Maler, dessen Bilder ich unfassbar großartig fand. Das war bei Malcolm Morley. Kann ich nur empfehlen, wenn wir mal googeln, Malcolm Morley, ein unfassbar toller Maler, ganz toll. Nur, als ich den dann in seinem Atelier besuchte, da lief da ungefähr seit 3-4 Tagen die gleiche Party. Und das, was ich da so mitkriegte, dachte ich, das ist mir too much, das mache ich nicht. Das will ich nicht. Und habe ich gekniffen, habe dann eine Zeit lang noch beim Larry Rivers gearbeitet und bin dann wieder unverrichteter Dinge wieder nach Köln gegangen, was aber toll war. Ehrlich gesagt, meine beiden Kumpels haben für mich Erfahrungen mitgemacht und haben mir in Schnellkurs beigebracht, wie New York geht. Und das war schon toll. Es war toll, da zu leben, in diesem Loft da, 14. Straße. 404 East 14th Street. Sensationell. Sie hatten in der Kölner Galerie und auch anderswo Ausstellungen und Sie gestalteten auch Cover von Bab. Zu der Musik kommen wir noch. Das heißt, Sie haben Ihr zeichnerisches Talent dann auch in gewisser Hinsicht eingesetzt und genutzt? Ich bin halt kreativ, so ein Gestaltungsdrang. Ja? Also ich kann mich nicht langweilen. Wir bringen ein Album raus, dann fange ich schon sehr früh damit an, mir zu überlegen, in welcher Gesamtrichtung das gehen könnte, auch von der Gestaltung her. Ich habe immer ganz gerne, wenn Bab ist nun auch eine Albumband, Bab ist ja keine Singleband, die jetzt irgendwelche Singles produziert, die auf jeden Fall im Radio laufen, sondern bei uns geht es immer wirklich um Alben, die irgendwo einen Anfang haben und irgendwo organisch zu einem Schlusssong kommen. Also ich bin ja noch ein bisschen bei der Malerei. Wie reagierte eigentlich die Kunstkritik auf Ihre Malerei? Ja, also ich war ja als Maler schon relativ weit, bevor das mit Bab losging. Ja. Also beispielsweise hatte ich hier in Berlin schon, ich glaube 78 oder 79, eine erste richtig gute Ausstellung in einer Galerie, in der Nähe vom Check Bon Charlie, die hieß Galerie in der Friedrichstraße. Das war so eine Avantgarde-Galerie. Und als wir die zweite Ausstellung dann hatten, also Manfred Böker und ich, wir haben viele Sachen so gemeinsam Produktionen gemacht, habe ich dem Galeristen damals gesagt, hör mal, wir haben da noch so eine Band, kannst du uns nicht mal irgendeinen Gig besorgen? Und dann hat er uns einen Gig besorgt. Das war 1980.
Und zwar in dem, wie hieß das, Quasimodo, ist das unter dem Kino da? Mhm. Quasimodo. Und dann haben wir uns gefreut, wie nur, weil wir spielen in Berlin, ist ja Wahnsinn. Dann haben wir den ganzen Kram in den VW-Bus reingepackt und sind dann zum Quasimodo, haben da aufgebaut und haben gesagt, hoffentlich kommen noch ein paar. Und das war allerdings unfassbar. Also alles, was in Berlin an Kölnern rumlief, die waren alle da drin. Es war unfassbar. Also da lief wirklich der Schweiß an den Wänden runter. Das war ein unfassbares Erlebnis. Also wir haben wirklich von Quasimodo bis Waldbühne und Deutschlandhalle in Berlin alles gespielt. Nochmal zurück, wie die Kritiker auf ihre Malerei reagieren. Gut. was soll man sagen? Also, das sind ja immer Leute, die nicht malen können und deshalb Malerei beurteilen. Ja, also müsste ich da jetzt mal ausführen, was wir da so gemacht haben. Also ja. Wir haben beispielsweise unsere erste Gemeinschaftsaktion, Manfred Böker und ich, war eine Aktion, wo wir ein ganzes Jahr lang Wunschbilder gemalt haben. Wir haben Leute gefragt, die eigentlich von Kunst keine Ahnung hatten, was denn mal gemalt werden sollte. Und das kam so zustande, dass mein verzweifelter Vater, nachdem ich halt Examen gemacht hatte und er natürlich gedacht hat, Mann, wie will der Junge durch sein Leben kommen, ja, mit dem, was er da malt. Und dann stand er irgendwann in meinem Atelier, das war damals noch, wir hatten zusammen ein Atelier, da stand er irgendwann in dem Atelier und war wirklich, sein Gesicht war ratlos, hatte seinen grauen Kittel an und guckte und sagte den unglaublichen Satz, der mir sehr zu Herzen gegangen ist: Kannst du ähnlich eure Bad Molle? Kannst du eigentlich auch ein Pferd malen? Und dann, nachdem er dann weg war, haben wir beide überlegt, weißt du was, wir machen jetzt ein ganzes Jahr lang, fragen wir den Leute, was wir denn mal malen sollten. Und das war großartig. Das war so großartig, weil da kamen die tollsten Ideen von Leuten, die das eigentlich gerne selber mal gemacht hätten. Also einer hat sich die Triara vom Papst als Torte gewünscht. Eine unfassbare Idee. Also eine angeschnittene Torte habe ich unglaublich gerne gemalt. Das war ganz toll. Es waren ganz, ganz bezaubernde Ideen dabei, teilweise auch unfassbar langweilige Ideen, aber auch ausgefuchste und spezielle Dinge. Also einer hat sich gewünscht, in Köln das Martinsviertel, Martinsviertel kubistisch, aber ohne Blau. Ich fand Kubismus wohl gut, fand aber immer doof, dass da immer Blau drin vorkommt. Und dann hat sich das Martinsviertel kubistisch in Blau, ohne Blau. Und fanden die Kritiker das witzig, dass sie diesen Weg gegangen sind? Die Kritiker, also wir haben diese Ausstellung haben wir wirklich im Kölner Kunstverein gemacht. Ja. Der war damals der Wolfhard Zogenrath, war der Chef von dem Kunstverein. Und der war ein großer Förderer dieser Art Ideen. Ja. Wir haben dann nachher noch andere Ausstellungen gemacht. Und das war ja nur der erste Schritt. Und die haben etwas ratlos davor gestanden. Die haben da ratlos vorgestanden, aber wir hatten 30 von diesen Bildern, haben wir praktisch bei den Leuten nochmal ins Wohnzimmer gehangen, haben gesagt, wo soll das denn hängen, dieses Bild? Und haben die Leute dann davor fotografiert. Aber war natürlich immer diese Gratwanderung, wir wollten die Leute auch nicht bloßstellen. Ja, ja, das wollten wir nicht, das war auf keinen Fall. Auch eine kleine Begründung, warum sie sich das gewünscht haben. Und das war sehr rührend. Und das in einem Kölnischen Kunstverein, das war schon wieder Avantgarde. Das war schon wieder ganz weit vorne. Ja, als nächstes haben wir dann aus Witzen und Werbungen die Kunst rausgemalt, was da an Klischeekunst war. Also in der Regel geht es ja immer, dass der Maler irgendwas mit seinem Aktmodell hat. Ja? Und dann der malt natürlich dann auch was. Und dann hat man das da rausgemalt, was der gerade malt. Also das waren ganz große Bilder. Und als drittes haben wir dann die nächste Aktion, das war ein Jahr lang, dass wir das ganze Jahr 1979 am 1. Januar angefangen haben, beziehungsweise am 2. Januar angefangen haben,
nämlich das Bild zum 1. Januar zu malen, am 3. Januar das Bild vom 2. Januar, wie ein Kalender. Das haben wir wirklich bis zum 31. Dezember durchgehalten. Eine wunderbare Aktion. Ich weiß, mir ist heute noch was eingefallen. Ja, wir waren spazieren hier Grunewald. Und da ist ein See drin. Ich weiß, dass wir damals an dem See dann waren und anschließend dann irgendwie Berliner Weiße getrunken haben, grün und rot. Und diese Berliner Weiße habe ich dann gemalt für den Tag. Es war immer ganz merkwürdige Anlässe, was man dann gemalt hat. Aber dieses Jahr ist komplett da. Zeichnen Sie heute noch gern und viel? Ich komme nicht dazu. Man muss sich dann auch entscheiden. Also wenn man, ich mache immer klar, also wenn es um Cover geht, dann mache ich was, aber unseren Grafiker dabei. Aber nochmal zu den Wunschbildern. Gibt es denn etwas, was Sie noch nicht gemalt haben, was Sie aber unbedingt malen wollen, wo Sie sagen, da muss ich mal hinfahren, um das wirklich zu sehen, um das malen zu können? Nein, glaube ich nicht. Also ich habe den Vorteil gehabt, dass zu der Zeit, als wir studiert haben, so die Pop-Art in den letzten Zügen lag. Die letzten Züge waren dann halt Fotorealismus. Deswegen konnten wir halt malen wie Fotoapparate. Aber das ist ja nicht der Sinn der Kunst, dass man malt wie ein Fotoapparat. Das stimmt. Aber die technischen Fähigkeiten hatten wir. Also wenn ich das jetzt nochmal mache, müsste ich erstmal ins Trainingslager gehen, um das wieder anzueignen. Aber hätte ich auch relativ schnell wieder drauf. Aber darum ging es eigentlich nicht. Jetzt zur Musik. Sie hatten als Kind und Jugendlicher schon Vorbilder. Sagen wir uns doch kurz etwas zu Ihrer damaligen Schwärmerei für erstens die Beach Boys. Habe ich nicht für geschwärmt, fand ich nur großartig gemacht. Also ich hatte damals die Single I Get Around, Round, Round, Get Around, ja, die fand ich großartig, aber wenn die dann in die Höhen gingen, konnte ich da weniger mit anfangen. Das führte dann irgendwann bei den Bee Gees zu einem unfassbaren Spruch meiner Mutter, nicht, dass ich eine Bee Gees-Platte gehabt hätte, aber als sie im Radio liefen, sagte meine Mutter den unfassbaren Satz, hör mal, Jung, aber so singt doch kein Mann. Die Beatles, Twist and Shout und so, ja. Hat Ihnen das auch so imponiert? Ja, Twist and Shout fand ich sensationell. Vor allen Dingen, weil John Lennon das Ding ja als letztes einer Session gesungen hat, wo er schon heiser war. Das war schon, da muss man sich mal anhören. Twist and Shout, das ist mit letzter Kraft gesungen und deswegen ist das so unfassbar geil. Das ist kein Caruso-Gesang, sondern das ist Brunft. Rolling Stones. Rolling Stones haben mir und uns sehr geholfen, dabei sich mit gewissen Autoritäten anders zu verhalten. Also wir konnten schon Gesichter und Mienen aufsetzen oder Körperhaltungen einnehmen, wo klar war, dass es besser war, sich nicht mit uns anzulegen. Wissen Sie was, bei uns musste man sich damals, also als ich so 14, 15 war, entscheiden, ob man Beatles-Fan ist oder Stones-Fan ist. Ich entschied mich für die Beatles. Wenn ich sie mir heute anhöre, fange ich an zu kippen, stelle ich fest. Na, also den Quatsch habe ich ehrlich gesagt sofort durchschaut. Das haben die Manager, haben sich das überlegt. Die Beatles mussten die Braven sein, die Stones, die Bösen. Ja? Und die haben sich auch abgesprochen, wann wer welche Platten rausgebracht hat. Die Beatles haben den Stones sogar dabei geholfen, dass sie selbst mal Lieder geschrieben haben. Die waren am Anfang war das mehr oder weniger eine Blues-Coverband. Und die Beatles haben denen dann I Wanna Be Your Man haben sie ihnen gegeben. Dann auch langsam fingen die dann auch mal selber an, Songs zu schreiben. So ungefähr der erste Song, den haben sie gar nicht selber gewagt zu singen, das war As Tears Go By, den haben sie der Marian Faithfull dann gegeben, mal zum Checken, ob das läuft oder irgendwie. Und den Stones, bei mir war das halt so, auch wieder durch einen scheinheiligen Religionslehrer,
dazu gebracht wurde, mich dann öffentlich eher zu den Stones zu bekennen, weil der nahm mit uns im Religionsunterricht Nowhere Man durch. Und der stand auf die Beatles, dass ich gesagt, das geht nicht. Also mit dem will ich nichts gemeinsam haben. Und dann war klar, von da an war ich offiziell Stones-Fan. Und Led Zeppelin? Led Zeppelin, nach wie vor, das ist die eleganteste Hardrock-Band aller Zeiten. Wenn man sich von Led Zeppelin die Alben anhört, das ist was ganz anderes als dieses Krachmacht-Theater von und Gepose oder was. Led Zeppelin hat unglaublich, ich finde den Begriff Eleganz schön, den Sie dafür eine fällt. Unglaubliche Eleganz. Ja. Also ich habe Led Zeppelin Gott sei Dank auch mal live erlebt in der Kölner Sporthalle. Ja. Irre, wir saßen wirklich auf dem Boden. Ich habe, da wo jetzt die zweite Reihe ist, da habe ich auf dem Boden gesessen, von wegen jetzt irgendwie Riot oder was, dass da jetzt irgendwie geschnickst. Wir haben da gesessen, haben mit den Haaren gewackelt und vor uns stand Jimmy Page und hat diese unfassbaren Riffs gespielt in tausendfach verstimmten Gitarren, also Open Tunings, unfassbar elegant. Es war ein unfassbares Erlebnis und nach wie vor. Also wenn ich ein Stück wie Kashmir höre, dann ziehe ich nur den Hut. Das ist sowas von elegant. Jimi Hendrix habe ich auch gesehen, Gott sei Dank. Das war. Also nach Jimi Hendrix war nichts mehr wie vorher. Das war einfach auch für ihn. Es war ja ein Künstler. Der hatte keinen Bock, den Quatsch die ganze Zeit machen zu müssen, Gitarre anzünden und am Rücken spielen oder mit den Zähnen. Der wollte weiter. Der hat dann versucht, dass es irgendwo weiterging. Leider ist er nach drei Alben gestorben. Also ein Genie, ein absolutes Gitarrengenie. Das verstehe ich. Eric Clapton. Eric Clapton ist, was der an Gefühl an der Gitarre, was der für ein Feeling da reinbringt. Insofern zählt er wirklich zu meinen Lieblingsgitarristen. Mein absoluter Lieblingsgitarrist ist allerdings Keith Richards, weil er, von dem kommen diese Riffs. Sagten Sie Cliff Richard? Um Gottes Willen. Der hat nie bei den Stones gespielt. Ja. Wäre übrigens auch eine schöne Vorstellung. Ja, Cliff Richard hätte bei den Stones gespielt. Da wäre vieles anders gekommen. Ja, das stimmt. Bob Dylan. Ja, Bob Dylan hat mein Leben halt verändert. Ja, Bob Dylan war halt, ich weiß noch, als ich, das habe ich auch in diesem Buch geschrieben, als ich zum ersten Mal nach Bob Dylan gefragt wurde und ich wusste, wer das war. Damals habe ich in der Beatband Bass gespielt, weil ich Paul McCartney so toll fand. Ja. Und wir saßen dann in Köln nach der Ilvor-Messe, immer noch sehr katholisch, nach der Ilvor-Messe im Frühschoppen, im Lokal namens Wirtz, gegenüber vom Klösterchen, wo ich auch geboren wurde. Und die ganzen Jungs und die Mädels, die dabei waren, die waren auch alle im Klösterchen geboren. Es war ganz klar, sonntags nach der Ilvor-Messe trifft man sich im Wirtz und trinkt Coca-Cola. So. Und da wurde ich dann, weil die wussten, dass ich in der Band spiele und die hatten auch eine Band. Und die Band coverte hauptsächlich Kings-Songs, die ich übrigens auch großartig fand. Kings fand ich sensationell. Und die coverten Kings-Songs und dann frug mich einer von denen, was ich denn von Bob Dylan hielte. Und ich habe gesagt, keine Ahnung, wie soll das sein? Und er sagte, du wirst aber Blowing in the Wind kennen. Und Blowing in the Wind kannte ich anscheinend nur aus dem Radio, wobei ich damals schon einen ziemlich schnellen Wegzap-Reflex hatte, nämlich in der Version von Peter, Paul and Mary. Und diese Version ertrage ich heute noch nicht. Die ist eigentlich nur zu steigern mit der Hollies-Version von diesem Stück. Hollies Blow, Wow, 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 Wowing in the Wind. Also da kriege ich heute noch Aggressionen. Und meine damalige Freundin fand die klasse. Blow, wow, 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 wow in the wind, ja. Ja gut, da kann ich nichts mit anfangen und so. Und dann allerdings, dann kann nicht arg viel später gewesen sein,
brachte der Sänger unserer Band, der brachte zu seinem letzten Auftritt, weil er musste Abitur machen, sagte, ja, ich habe keine Zeit mehr dafür, müsst euch einen anderen Sänger suchen, brachte aber zu dem Auftritt von Bob Dylan Like a Rolling Stone mit, hatte den Text schon rausgeschrieben und ließ diese Platte laufen auf so einem kleinen Elac-Plattenspieler. Und er hat den Text mitgelesen, wenn es hochkam, ein Viertel davon verstanden, aber was da alles drin vorkam, wie geheimnisvoll das war, das hat mich unmittelbar geflext. Das war von dem Moment an war, nee, das ist ja was ganz anderes als diese ganzen Personalpronomen-Songs von den Beatles. From me to you, I wanna hold your hand, she loves you, please, please me. Das ganze Zeug, das ist ja wirklich, was ist, das, ich wollte da rein, ich wollte da eintauchen. Das hat mich unmittelbar elektrisiert, wie ein Blitzschlag. Ich wollte da mehr von erfahren und habe am selben Abend noch meinem Freund Hein gesagt, Hein, du musst jetzt Beispiele, ich singe jetzt. Weil ich wollte solche Lieder schreiben wie der Typ mit der Sonnenbrille, dessen Namen ich mir immer noch nicht merken konnte. Erzählen Sie uns noch etwas von Ihrer Schülerband The Convicts, dann von The Troop und dann von Going Sad. Das müssen ja alles tolle Bands gewesen sein. Ja, also die Convicts, das Großartigste war eigentlich der Name. Weil wir lebten ja im Convict St. Albert. Ja. Und Convicts heißt halt die Strafgefangenen. Die Paters haben das nicht gemerkt, dass wir uns die Strafgefangenen genannt hatten. Und die Auftritte, die wir dann gemacht haben, die gab es halt. Man spielte im Speisesaal am Patronatsfest. Das war, wenn der heilige Albert halt, jemand Albert, und weiß, wann der Namenstag hat, keine Ahnung. Jedenfalls dann wurde dann ein Fest gemacht. Und Pater Rektors Geburtstag. Das waren die beiden Gelegenheiten, wo man spielen konnte. Also wir waren damals 14. Ja, also, aber wie kamen die verschiedenen Namen zustande? Ja, weil wir uns gehäutet haben, weil da waren welche bei, die konnten was und welche dabei, die konnten gar nichts. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Also es ging ja so los, dass wir die erste Band, da haben wir teilweise noch im Wald Winnetou gespielt und dann nachmittags haben wir gesagt, ja, spielen wir ein bisschen Beatles. Ja, und dann haben wir so, einer hatte ein paar Akkorde auf der Gitarre, einer hatte Klavierunterricht. Das war übrigens unser Hit. Ja. Unser absoluter Hit war von den Beatles, was von den Beatles schon eine Coverversion war, nämlich Money. Kennt ihr Money? Dö, 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 dö. Ja. Da habe ich zum Beispiel Schlagzeug gespielt. Ich habe auf diesen Trommeln rumgehauen und habe dann diesen Text gebrüllt. Das war eigentlich die Erfindung von Punk. Also ich habe hier eine Trommel ohne Ketten, die stand hier. Eine Trommel mit Ketten, so eine Marschtrommel, die stand, die Snare, und ich habe da ja so und habe dann diesen Text gekrölt. Es war sensationell. Und der hat diese Akkorde gespielt, dieses und wenn alle anderen Instrumente sind natürlich dann mehr oder weniger unhörbar gewesen, wenn da einer mit einer Wandergitarre, das hat man nicht mehr gehört von lauter, aber es war geil. Also ich habe mal gehört, bei Les Humphreys war es so, dass einige so grottenschlecht gesungen hätten, dass sie die Mikros ausgeschaltet hätten, ohne es ihnen aber zu sagen. Ja. Das finde ich nur wieder pädagogisch und psychologisch interessant. Die stürmten immer mit raus auf die Bühne, sangen, aber kein Mensch hörte sie. Ja, aber was die Beatles im Star Club gespielt haben, was ich leider nie erleben durfte, der Stuart Sutcliffe, der konnte überhaupt nicht Bass spielen. Der hat sich immer rumgedreht vom Publikum, damit keiner gesehen hat, dass er nicht Bass spielen konnte. Aha. Und irgendwann hat er sich dann in die Astrid Kirchherr verliebt und dann hat er weiter gemalt und der Paul McCartney musste notgedrungen dann sich einen Bass kaufen. In Hamburg hat dann diesen Beatles-Bass gefunden, diesen Violin-Bass, den er dann auch als Linkshänder spielen konnte und hat von da an Bass gespielt. Bis dahin hat er auch, ja, so ist das. Wie kam es zur Gründung der Rockband BAP mit Manfred Böcker? Wie kam es dazu? Also ich habe noch Anfang des Kunststudiums habe ich noch mit
So die letzten Auftritte mit meiner Band in Rheinbach, das war dann die Band Go Inset, das war so eine Band, wo viel Psychedelic-Zeug gespielt wurde, aber auch viel Blues gespielt wurde, Steamhammer fanden wir toll. So, und dann habe ich gesagt, ich muss mich auf das Kunststudium konzentrieren und habe dann, wenn es hochkam, noch ein bisschen zu Hause auf dem Sofa mit einer akustischen Gitarre das gespielt, was ich konnte, und aber überhaupt kein Karriereplan. Es war nur noch, da wollte ich auch nichts mit werden. Das war vorbei. Ich wollte jetzt ordentlich dieses Kunststudium abschließen und als Maler leben, als freischaffender Maler, was ich ja auch geschafft habe eigentlich. Ja. Und dann ging es nochmal los im Freundeskreis, dass wir gesagt haben, eigentlich könnten wir doch wieder mal ein bisschen Musik machen. Und während ich dann Zivildienst machte, ich versuche das möglichst kurz zu halten, diese Geschichte. Die Geschichte ist unglaublich lang, ich versuche kurz zu halten. Während dieses Zivildienstes, wo wir Essen auf Rädern rundgefahren haben, habe ich nachmittags dann auch in der alten Tagesstätte mit den Senioren Karten gespielt, gebastelt, gemalt und teilweise auch kölsche Lieder gesungen. Das fanden die am großartigsten, dass da der Junge da ankam mit seiner Gitarre und die konnten dann diese Lieder singen. Weil ich hatte ja einen guten Lehrer, mein Bruder, mit einem CFG7 Akkord. Das konnte ich. So, und das war großartig. Und dann habe ich mit jemandem Essen auf Rädern ausgefahren, der unglaublicher Dylan-Spezialist war. Und der führte mich nochmal an Dylan ran. Der sagte, hast die letzten Jahre nichts mehr von dem, wieso denn nicht? Ich sagte, das ist alles komisch geworden, das interessiert mich nicht mehr. Und das war dann das Jahr, in dem von Bob Dylan das Album Desire rauskam und davor das Album Blood on the Tracks. Und der hat mich nochmal richtig so auf Kurs gebracht. Und als ich dieses Album Desire hatte, habe ich wieder Lust gekriegt, mehr Gitarre zu spielen und dann auch eigene Stücke zu schreiben. Unter anderem tatsächlich meinen ersten kölschen Song für eine dieser Omas, die war 93 Jahre, der hatte Geburtstag, habe ich der ein Ständchen geschrieben, Frau Hermanns. Und dann rief jemand an, dann rief jemand an am Morgen nach einem Fußballspiel der Europameisterschaft, 76, dass dann letztendlich, auch das will ich jetzt nicht ausweiten, letztendlich durch drei Kölner Tore entschieden wurde. Zweimal Dieter Müller, einmal Flohe. Und dementsprechend waren dann die Feiern bei uns. Und am nächsten Morgen, ich musste wieder Essen auf Rädern rundfahren, bin ich mit so einem Kopf wach geworden. Ich kann gar nicht Auto fahren, das wird nichts werden. Dann rief ausgerechnet an diesem Morgen, ich war sowieso schon zu spät, um 10 Uhr hätte ich bei meiner Dienststelle sein müssen. Und dann rief der irgendwie um 10 nach 10 rief der an und sagte, ich hab da so einen Bauernhof geerbt und wenn wir da den Hühnerstall restaurieren würden, dann könnten wir eigentlich wieder Musik machen. Das war der Saxophonist meiner früheren Schülerband. Könnten wir eigentlich machen. Und ich habe, weil ich den auch schnell abschütteln wollte, ja, ist in Ordnung, machen wir, ich komme vorbei. Und dann sind wir da nochmal dahin gefahren und haben das dann gesehen. Da wären wir heute noch dabei, das Ding zu renovieren. Das war eine absolute Bruchbude. Aber irgendwie hatten wir, es waren alles so Zeichen, wir mussten jetzt irgendwie jetzt doch was wieder machen, was ja machen. Und dann haben wir tatsächlich einen Proberaum gefunden, im Wiegehäuschen des Kalksandsteinwerkes in Hersel, direkt neben der Autobahn 555, übrigens die älteste Autobahn der Welt, von Köln nach Bonn, Autobahn 555. Ja, das stimmt, ja. Rechts neben der Autobahn. Ist mir öfter in Köln und in Bonn erzählt worden. Und hört man auch gerne, ne? Ja, ja. Also auch die Mutter aller Highway-Romantik, ne? So. Die DDR erzählte immer, dass die Bank auf dem Alexanderplatz die zweitlängste Europas ist. Das hat mir auch sehr imponiert. Und bei der Sternwarte hatten wir das längste Fernrohr der Welt. Und dann wurde immer hinzugefügt, aber nicht das Beste. Insofern unser Hang für lang und so, also das ist mir schon... Ja, ja, ja. Und alt. Ja. Aber trotzdem,
Wieso wählten Sie den Namen Bab? Das heißt ja, glaube ich, rheinisch ist das die Version von Papa, ne? Das ist, die Namenskür war ganz großartig. Weil wirklich, wir hatten nicht vor, aufzutreten. Ja. Wir hatten vor, einmal in der Woche in diesem Wiegehäuschen des Kalksandsteinwerkes Hersel einen Kasten Bier leer zu proben. Und das war einfach, weil wir brachten Freunde, Freundinnen mit und dann der Hausmeister von diesem Fabrikgelände, der kam auch immer mal vorbei. Und das war ein Mann, der hieß Hans Lächler, der hieß der Lächlers Hans. Und der setzte sich dann auf den Bierkasten und hat dann die Bierausgabe auch so unternommen, hat aber eigentlich das meiste selber getrunken. Der Lächlers Hans, war wunderbar. So, und dann, wir wollten nicht spielen, wir wollten nicht auftreten. Und dann kam ein Freund, mit dem ich zusammen studiert habe, der in Köln sehr engagiert war, auch was Demonstrationen betraf, ging um eine Veranstaltung gegen den Bau der Kölner Stadtautobahn. Da ging es, ob wir da spielen könnten. Und ich sagte, Christian, wir sind nicht gut, wir haben keine Anlage. Doch, doch, ihr seid super und die Anlage besorge ich. Und dann ging der aber nicht aus dem Proberaum. Also wir wollten aber eigentlich weiter diesen Kasten Bier leer proben. Der ging aber nicht. Dann haben wir irgendwann in Gottes Namen gesagt, ja, okay, dann machen wir das halt. Und dann ist der endlich gegangen, kommt zurück und sagt, wie heißt ihr denn? Wir hatten aber noch keinen Namen. Und da ich immer diese Geschichten von meinem sparsamen Vater erzählen musste, hatte ich mittlerweile den Spitznamen Bab. Erzähl noch jetzt vom Bab. Also ich sollte immer was von diese Sparsamkeitsgeschichten. Also mein Vater hätte in jedem Schottenwitz den... Ja, eben Krämer. Ja, hätte in jedem Schottenwitz den Hauptdarsteller geben können. So. Sie wissen, was die Schotten feiern, wenn sie eine Kerze anzünden? Was feiern die? Wenn Sie eine Kerze anzünden, ja, feiern Sie den vierten Advent. Das ist mir immer sehr blöd. Ja. Also es gibt wunderschöne Geschichten von mir. Aber jedenfalls, da ich diesen Spitznamen hatte, ja, sagte damals, ich höre das noch wie heute, sagte er, weißt du, was, Meiermann, schrieft doch Babdrop, aber lass der zweite P fort, das sieht scheiße aus. Also weißt du was, den Typen hatten wir Meiermann, der hieß eigentlich Maiwurm, aber der Meiermann, schrieft doch Babdrop, aber lass das zweite P weg, weil das sieht nicht so gut aus. Und das hat er dann gemacht. Dann hat er das auf das Plakat drauf. War das zweite B am Schluss und wurde daraus dann P? Nee, aber Bab ist noch nicht mal Kölsch für Vater. Hm. Also wir haben, mein großer Bruder hat meinen Vater Bab genannt, weil die sind ja zugezogen aus Unkel. Unkel ist ein Weinstädtchen, 50 Kilometer rein aufwärts von Köln. Und da sagt man Bab, in Köln sagt man Papp. Mhm. Also, aber da mein großer Bruder, mein Vater, Bab nannte, habe ich ihn natürlich auch Bab genannt. Kann man sagen, bei der heutigen Bab, dass Sie der Letzte aus der ursprünglichen Zusammensetzung schon ewig, sind? Schon ewig. Schon ewig. Ne? Schon ewig, also ja. schon seit locker. Also eigentlich, was ist die Grundbesetzung, oder was ist die Urbesetzung? Sind das die damals, die damals dann gespielt haben? Also das ging ganz schnell zu Ende, weil, weil die Jungs hatten ja ganz andere Pläne. Als wir das erste Album aufgenommen haben, der stand im Examen Volkswirtschaft, der wurde gerade Vater und der musste den Betrieb seines Vaters übernehmen. Und er sagte händering immer, Leute, so müsst ihr euch einen anderen, so, ich habe da keine Zeit mehr, ich komme da nicht zu. Ja, und dann haben wir einen Gitarristen gesucht. Wie war denn dieses erste Konzert? Eine Katastrophe, aber die Leute sind nicht rausgegangen. Das fanden wir haben wir für einen großen Erfolg. Das haben wir nämlich auch danach mal geschafft. Ja. Es gibt wunderbare Konzerterlebnisse. Also Sie wurden ja nur als Rocksänger und Songwriter berühmt. Wann fingen Sie denn an zu schreiben? Ganz früh, ganz früh. Also nachdem ich hier meinem Freund Hein den Bass gegeben habe, habe ich von meinem Bruder die drei Akkorde mir zeigen lassen und dann ging es los. Dann habe ich die ersten Stücke geschrieben, mit denen man mich heute erpressen könnte. Gott sei Dank gibt es da keine Schallaufnahmen von. Die waren auch auf Englisch übrigens. Das kenne ich. Ich habe mal in einer
Komödie im Fernsehen mitgespielt, einer sowjetischen Komödie. So komödiantisch war die auch, aber ich war ja noch ein Kind. Und das wurde noch geprobt 20 Mal und dann live im Fernsehen übertragen. Ja. Und zum Glück gibt es keine Aufzeichnung. Ich bin so dankbar dafür. In zig Talkshows wird mir das immer vorgespielt worden. Ja, ja, keine es Beweise. Ist verschwunden für keine immer, keine Beweise. Wissen Sie noch, wann und wodurch Bapp und Sie so berühmt wurden? Also es waren, glaube ich, also aus dem... Wir haben ja zunächst mal nur in dem Kölner Dunstkreis gespielt, da wo man diese Sprache auch wirklich noch ohne Textvorlage verstehen konnte. Ja. Und dann, als es dann plötzlich ein bisschen aus Köln rausging, das war sehr, sehr schwer. Also wir haben uns tierisch gefreut, dass uns jemand in Wuppertal engagiert hat. Ja? Und wir wussten gar nicht, wieso das so war. Die hatten halt das erste Album. Wir haben dieses erste Album aufnehmen dürfen. Und das hieß dann nicht Bapp, sondern es hieß Wolfgang Niedeckens Bapp. Und dann kommt die Lüge, rockt andere kölsche Leder. Weil wir haben alles andere als gerockt. Wir waren wild gewordene Liedermacher. Aber die Plattenfirma wollte unbedingt das Wolfgang Niedeckens davor haben, vor Bapp. Und die wollten den Begriff Rock haben, die kleine Plattenfirma. Weil das hat sich irgendwie besser angehört. Und die Leute in Wuppertal hatten dieses Album gehört und die haben das auch abgefeiert. Das war prima. Und dann haben die Leute von Eigelstein noch ein zweites Album mit uns gemacht. Das allerdings dann, da waren wir schon deutlich besser. Allerdings, die hatten keinen Vertrieb. Die hatten einen Vertreter, der ging mit seinem Musterköfferchen durch die linken Buchhändler, durch die linken Buchläden und hat dann mal hier drei Platten verkauft, mal da drei. Und wir verschmorten so langsam im eigenen Saft. Ja. Ja, und dann mussten wir halt zur Industrie wechseln. Und dann... Dann das dritte Album bei der EMI Elektrola. Und innerhalb dieses Jahres ist ganz viel passiert. Innerhalb dieses Jahres haben wir, es war die Zeit, wo eigentlich sich die deutsche Welle breit gemacht hat. Es ist so da und so. Ja, das war, aber die Aufmerksamkeit für Deutsch, halbwegs Deutsch gesungenes, war da. Ja. Und Kölsch war wohl auch irgendwie was Deutsches. Ja. Und insofern hat man uns zugehört und dann hatten wir auf diesem dritten Album dann das Stück Verdammt lang her, das wir fast gar nicht aufgenommen hätten. Ist immer so, die berühmtesten Songs. Hätten wir fast nicht aufgenommen. Also die einzige goldene Schallplatte der DDR bekam City für Am Fenster. Ja. Und als die aufgenommen wurde Am Fenster, haben alle gesagt, das wird nichts. Also sie selber, das ist viel zu lang und so. Ja. Und auch Amiga. Und dann wurde das der Knaller. Ja, ja. Das freut mich immer, dass ihr euch da irrt. Ja, also dieses Ding lief dann tatsächlich im Radio, obwohl die Single eine ganz andere war. Das geht ja immer so, man bringt erstmal eine Single vorab raus. Und dann guckt man, ob das im Radio irgendwie ankommt oder nicht. Und dann gab es halt in Köln einen Redakteur und einen DJ, der Wolfgang Neumann. Und der fand die Single, die wir rausgebracht haben, anscheinend nicht so doll. Das war das Stück Jupp. Und der hat dann eigenmächtig sich selber eine Single da rausgesucht und hat verdammt lang herlaufen lassen. Und dann ging das wirklich so wie so ein Lauffeuer. Plötzlich ließen das alle laufen. Ja. Und dann passierte so merkwürdige Sachen, dass Fritz Rau, also der Veranstalter damals von der Stones-Tournee, Stones hatten zweimal Köln gebucht, Müngersdorfer Stadion, und das erste war sofort ausverkauft, ein zweites Konzert blieb bei 20.000 kleben, da passierte nichts mehr. Dann rief der Fritz Rau bei uns an und ob wir nicht Lust hätten, am zweiten Tag irgendwie vor den Stones zu spielen, dass da vielleicht noch ein paar Leute mehr kommen würden. Und so unverschämt wie wir waren oder naiv eigentlich, haben wir gesagt, wenn, dann spielen wir da beide Tage, was soll denn der Quatsch? Ja, und dann haben wir an beiden Tagen davor gespielt und das wurde auch angekündigt, wurde auch plakatiert und siehe da,
wir haben den Stones tatsächlich das zweite Konzert nochmal voll gemacht. Da frage ich Sie nachher was, weil Maffay ja schlechteste Erfahrungen hatte als Vorsänger von den Stones. Aber da hat es dann auch durchgezogen. Weil dann war das Publikum schon so aufgeheizt gegen ihn, dass er gesagt hat, jetzt muss ich einmal da durch. Also man muss ja auch Niederlagen erleben können, ne? Lernen. Das war die legendäre Geschichte war wirklich, als am ersten Tag die Stones komischerweise schon nachmittags in das Stadion gefahren und wir spielten gerade verdammt lang her. Und dann Originalzitat Fritz Rau, Jagger sagt, Fritz, what the hell is this? Weil das geht ja nicht, dass da schon alles explodiert am Nachmittag bei der ersten Vorband. Ja. Ja. Und dann kam Jay Giles Band und dann kam Maffay. Und Jay Giles Band war sehr, also der Peter Wolf war sehr gemein. Der hat sich natürlich schwarz geärgert, dass er nicht direkt vor den Stones spielt. Und hat dann überall bei dieser Tournee vor seinem oder nach seinem letzten Lied den Leuten Do you like rock and roll? Und das ganze Stadion hat gesagt, yeah, do you like Schlager? Das hat dann gesessen. Und das war dann einfach, weil er sauer war. Das war halt die Idee von Fritz Rau, den Maffay dann als Rocker endgültig zu etablieren. Sie sangen im kölschen Dialekt, aber als Mischung, wenn ich das richtig verstanden habe, aus Gebirgsrheinisch, Eifeler Platt und Südstadtkölsch. Gab es denn überhaupt jemanden, der Sie dadurch noch verstehen konnte? Ja, also meine Eltern haben mich sehr gut verstanden. Also ich meine, wie er eben schon sagte, mein Vater und mein Bruder, die sind aus dem Siebengebirge nach Köln gekommen, wo ein bisschen andere Einfärbungen. Ich habe eigentlich so meine Teenie-Jahre in Rheinbach, in der Voreifel verbracht, hat auch geprägt. Und natürlich dieses Südstadtkölsch von meiner Mutter. Und das ist halt so, so entwickeln sich Sprachen. Das ist so eine Melange und das ist auch gut so. Wie ist denn in Köln das Verhältnis zum Berliner Dialekt? Ich werde dann noch schärfer und frage nach dem Leipziger und dem Bayerischen. Also ich habe ohne Quatsch immer ein großes Herz für Dialekte. Ich mag die alle. Ich mag das wirklich gerne. Und ich finde das immer sehr traurig, wenn Leute sich das abtrainieren. Ja. Ich kann das natürlich sagen, je weiter man nach Süden kommt, die Bayern, die Österreicher, die Schweizer, die haben ein ganz anderes Verhältnis zu ihren Dialekten. Das ist für die viel selbstverständlicher. In Köln ist das eigentlich, ich weiß noch, als ich Kind war, also ich bin ja kölsch aufgewachsen. Ich habe bei uns, also ich eingeschult wurde, wir haben zu Hause nur kölsch gesprochen. Aber wenn meine Mutter dann mich fein gemacht hat und irgendwo fein hinging, dann sagte meine Mutter, aber Jung, sprich heute bitte anständig. Ja, und es hat dann ungefähr 10 Minuten gedauert, dass ich anständig gesprochen habe. Und dann fuhr man, wie heißen diese weißen Dinger, die an den Büschen hängen, Knall? Knall, ich weiß schon, diese weißen Dinger. Die ja, man ja, ganz aber, genau. Ja, ja. Also das ist eine Geschichte, die immer erzählt wurde zu Hause, dass ich in der Straßenbahn wohl gesessen habe und ganz fein gemacht und mich auch ganz auf Hochdeutsch mit meiner Mutter unterhalten und alle fanden mich süß und dann sind wir irgendwo an einem Busch vorbeigefahren, wo die Dinger dran hingen. Mama, Lorenz da, Knallätze! Ja. Da war es ganz gelaufen. War schon wieder vorbei. Ja, ich... Weil Knallerbsen fand ich super. Aber ich mag ja den sächsischen Dialekt auch. Ja. Aber ich saß mal in einem Zug, da war ich so 20 und mir gegenüber saß eine junge Frau, die war so 19, die war bildschön und ich wollte sie ein bisschen anbaggern. Und dann antwortete die mir, ja, also ich komme aus Leipzig. Und da habe ich mir immer gedacht, wie ist das nachts? Also erotisch bremst es etwas, wollte ich sagen. Und das Bayerische ist nun wieder ganz anders, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich bedauere, dass ich das nicht kann. Ich versuche immer, Dialekte zu lernen, aber das ist sehr, sehr schwer.
Also ich bin also ich habe da ein ganz normales Verhältnis zu und ich mag das auch gerne. Ich meine, du solltest es auch schätzen. Die gehen ja verloren. Das ist ja, wird ja nicht mehr lange dauern. Irgendwann sprechen die Leute. Aber seit 2017 singen sie auch Hochdeutsch und Englisch. Was macht ihnen eigentlich am meisten Spaß? Nach wie vor Kölsch oder Hochdeutsch oder Englisch? Wenn ich meine Texte schreibe, die sind auf Kölsch. Ich schreibe auch Kölsch und 2017, das ist auch eher ein Gerücht, dass ich. wir haben dieses Stück auf dem Album lebenslänglich, das war 16, genau. Dieses Stück Absurdistan haben wir und das habe ich im Studio gesungen, in der kölschen Version, habe dann irgendwann gedacht, so würdest du dich niemals ausdrücken. Ich weiß gar nicht, welcher Satz das war, aber den würdest du niemals so sagen. Du würdest wahrscheinlich dann kurz aufs Kölsche aufs Hochdeutsche umsteigen, um anschließend wieder Kölsch zu werden. Ja. Das machen Kölner übrigens ganz gerne. Dass wenn was ganz wichtig ist, dass sie dann plötzlich Hochdeutsch reden und dann wieder zurückgehen. Finde ich immer ganz rührend. Wenn das so ja, ich schätze ja auch den Berliner Humor. Ja. Im Bus steigt eine Frau ein, aber ernsthaft passiert, und sagt, kommt als nächstes der Alexanderplatz? Nee, der kommt nicht, da müssen wir schon hinfahren. Also das ist so ganz typisch für Berlin. Ja. Deshalb lasse ich mich mit denen nie auf den Streit ein. Es hat gar keinen Sinn. Nee. Ja? Ich kenne von einer alten Frau eine schöne Geschichte aus Köln. Köln-Ehrenfeld. Draußen sitzen alle im Straßencafé und trinken Bier oder irgendwas und kommt eine Oma im Rollator vorbei. Und die Oma sieht einen, der die ganze Zeit immer nachguckt irgendwie. Bleibt stehen und sagt, was ist, Junge, willst du Rundchen mitfahren? Sehr schön. Fantastisch. Welche Instrumente spielen Sie inzwischen? Nicht wirklich. Ich spiele Gitarre, es ist wunderschön, dass man mich mitspielen lässt, aber wir haben wunderbare Musiker in der Band, also die spielen alle auf internationalem Niveau und ich bin wirklich froh, dass die Band wirklich so gut ist, wie sie ist, aber ich bin kein Solist. Ich wollte Sie jetzt eigentlich bitten, uns was vorzusingen, aber hier ist ja nichts vorbereitet. Ja, Gott sei Dank. Und a cappella machen Sie das ja nein. Nicht. Nein. Was ich schade finde, ja. Ich hatte mich darauf gefreut. Also, Ihre Faszination für Bob Dylan. Sie geben Konzerte und singen seine Lieder. Was bewegt Sie dazu? Also, ich habe sehr viel durch das Befassen mit Bob Dylans Lyrik sehr viel gelernt. Hm. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, der Songs schreiben will, sich mit bestimmten Singer-Songwritern auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen mit Bob Dylan. Man lernt ganz, ganz viel und ich glaube, ich hätte auch ohne Bob Dylan selber niemals einen Song geschrieben. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und ich habe immer zu meinen Wurzeln gestanden. Also wenn noch in den 80ern, wenn ich gefragt wurde, auf wen ich mich beziehe, dann habe ich immer ehrlich geantwortet. Es waren immer die Beatles, die Stones, Bob Dylan und die Kings vor allen Dingen. Und da kommen noch ein paar andere dazu, Neil Young beispielsweise. Aber das waren so vier Acts oder Künstler, die mich wirklich sehr, sehr geprägt haben. Und bei Bob Dylan natürlich vor allen Dingen, weil ich Lust hatte, diese Geschichten zu erzählen. Also Storytelling ist was Wunderbares. Das ist auch wozu man talentiert sein muss. Wenn man sich das einfach nur vornimmt, irgendwelche Texte zu schreiben, und womöglich aus einem Reimlexikon, und das merkt auch keiner, dass es eigentlich nichts ist oder so, dann soll man was anderes machen. Sollen wir einfach was anderes machen. Aber bei Bob Dylan ist das immer so, je mehr ich mich damit befasst habe, je tiefer ich eingetaucht bin, umso mehr habe ich gespürt, dass der eigentlich sein komplettes Leben vertont. Teilweise sehr verklausuliert. Erzählen Sie mal, wie Ihre Begegnungen mit ihm waren. Die Begegnung, also die erste Begegnung war mehr oder weniger
zufällig. Wim Wenders hat den Film, wir haben ja damals diesen Film gemacht, Phil passiert, Wim Wenders Bab-Film, das war 2000, 2001, haben wir dran gedreht, immer wieder in verschiedenen Abständen und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und an einem dieser Drehabende spielte Bob Dylan in der Köln Arena. Und da Wim und Bob Dylan sich schon aus den 70ern kennen, Wim war damals mit einer Frau namens Roni Blakely verheiratet. Die hat bei Bob Dylans Rolling Thunder Review mitgespielt. Das war eine großartige Tour, wo er dann nach vielen Jahren dann auch wieder auf die Straße gegangen ist, um zu spielen. Das waren er war unglaublich motiviert. Er hat ganz viele ehemalige Kollegen eingeladen. Das war wie eine Revue, Rolling Thunder Review. Und kam es dadurch zu dem Film über Sie und Bob Dylan? Nee, um Gottes Willen. Also das war der Film, den der Wim da gemacht hat, das war ein anderer Film. Das war ein Film über Bab. Aber wir drehten und an einem dieser Abende hieß es halt, Bob Dylan spielt in der Köln Arena und Wim sagt, geh mal dahin. Und da die sich kennen, war das natürlich wunderschön. Wenn ein Kumpel dem anderen den Kumpel vorstellt, das war überhaupt nichts Gezwungenes. Das war drei erwachsene Männer in einem Raum und man unterhielt sich. Ich weiß noch, Bob Dylan ist ja so eine Art Privatgelehrter. Und das nächste Konzert, das stattfinden sollte, war in Berlin. War ein paar Tage dazwischen. Und er wollte vom Wim ganz viel zu den deutschen Kaisern wissen. Wim ist nur wirklich ein sehr gebildeter Mensch, aber alle Fragen kann er nun wirklich nicht dazu beantworten. Weißt du was, ich komme in Berlin nochmal vorbei, dann bringe ich die entsprechenden Unterlagen mit. Es war unglaublich nahbar, komplett anders als dieses Image, das er hat, dass er unnahbar ist, dass er sich immer irgendwo verkriecht, dass er womöglich zynisch ist oder überhaupt nicht. Er war ganz offen, ganz nett und was ich natürlich damals habe ich mir große Gedanken darüber gemacht, als ich ihm vorgestellt wurde und habe ihm die Hand gedrückt. Er hat einen unfassbar schlaffen Händedruck. Ich habe mich total erschrocken. Ich habe nur gedacht, ich werde dem Meister doch jetzt nicht die Hand gebrochen haben. Ja. Weil ich habe einen festen Händedruck. Und das war wirklich so ein Waschlappen. Das war so. Ja, das war. Ich habe mir große Gedanken gemacht, aber er hat es mir wohl verziehen. Und beim zweiten Mal, als ich den getroffen habe, das war dann 10 Jahre später in Saarbrücken, da habe ich ihm eine Gitarre übergeben, die er bestellt hat bei einer deutschen Gitarrenfirma. Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und jedenfalls, ich habe nach dem Konzert hinter der Bühne auf ihn gewartet, auch ganz alleine in diesem näheren Lichttheater gewartet. Da hat er unglaubliche Security-Maßnahmen. Dann kam er ganz alleine auf mich zu. Und von Weitem machte er schon diesen hier, Ghetto-Faust. Ich denke, was soll das jetzt wieder? Als ob er sich daran erinnert hätte, wie das mit dem, ja, wahrscheinlich ist ihm das öfters passiert. Gott sei Dank, Ghetto Force, mittlerweile kennen wir das alle, das war lange vor Corona. Es war aber auch das war, auch dieses Treffen war wieder ganz, ganz, ganz nett. Ganz, ganz nett. Das heißt, er hat nicht verloren bei den Treffen, sondern eher im Gegenteil. Nein. Ja. Also wirklich, ich habe ganz viele meiner Helden getroffen und die meisten waren alle unglaublich nett. Also das war wirklich, bis auf Chuck Berry, der war aber für alle ein Arschloch, immer. Chuck Berry hat sich auch gerne als Arschloch gegeben. Das ist mir dann auch schon wieder fast sympathisch, wenn das einer von sich selber sagt. Seit wann sind Sie friedenspolitisch hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit und des Lebens der Menschen in Afrika so engagiert? Also ich habe mich da immer schon für interessiert. Ich habe das immer versucht, in den Medien und Bücher zu lesen zu dem Thema. Und ich bin dann im Jahr 2004 bin ich gefragt worden, ob ich der Botschafter für so ein Bündnis von Organisationen, also Sonderbotschafter der Aktion Gemeinsam für Afrika, ne? Ob ich das machen würde. Und okay, was muss ich denn da machen? Ja, zunächst mal wäre es gut, wenn du mal 10 Tage
durch Uganda mit uns fährst, damit du mal siehst, was diese Organisationen da machen. Und ich habe dann damals 17 Jahre war mein Sohn Robin, der ist dann mitgefahren. Der hatte, oder 18, keine Ahnung, er hat gerade Abitur gemacht und der ist mitgefahren und das war eine unglaublich interessante Reise, was ich da alles gelernt habe. Also was die einzelnen NGOs da machten, also von der Christoph-Blindenhilfe über Caritas, über World Vision, also was die alles dann da machten, wovon wir hier überhaupt keine Ahnung haben, dass da so viel Arbeit gemacht wird. Und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, unglaublich beeindruckend. Und in den letzten 2 oder 3 Tagen waren wir dann im Norden von Uganda. Da war noch Bürgerkrieg. Da die Lord Resistance Army kämpfte da gegen den Staat, weil die ganz krude Vorstellungen hatten, also fast so eine urchristliche Geschichte, aber mit Kindersoldaten rekrutieren und die Kindersoldaten mussten furchtbare Sachen machen und versucht das auch wieder kurz zu machen. Also jedenfalls in einer dieser Einrichtungen von World Vision, das hieß Reception Center. In diesem Reception Center wurden Kindersoldaten aufgenommen, die bei einem Gefecht überlebt haben. Das muss man sich vorstellen. Also junge Mädchen, Jungs, die mit 12 schon mit Macheten massakrieren mussten, die teilweise, wenn sie entführt wurden, dann auch wieder zurück zu ihren Familien nachts gebracht wurden, um da die Oma umzubringen oder die kleine Schwester, damit sie nicht den Weg zurück verstellt hatten. Also das ist so unfassbar, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie furchtbar das war. Und das hat mich in den nächsten Wochen und Monaten noch sowas von verfolgt und ich konnte an nichts anderes mehr denken. Dann haben wir immer gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir da mehr für tun. Botschafter für Gemeinsam für Afrika ist prima, kann ich den Medien von erzählen, was da alles gemacht wird, aber wir müssen unbedingt für diese Kindersoldatengeschichte müssen wir mehr tun. Und dann haben wir Rebound gegründet, eine zweite Chance und dann erstmal in Norduganda. Und dann, als in Norduganda das dann vorbei war, dieser Joseph Kony ist übrigens immer noch auf freiem Fuß, er hat sich mittlerweile irgendwo in Kongo geflüchtet, ob man ihn nicht finden will oder weiß der Teufel was. Und dann, nachdem das dann vorbei war, haben wir gesagt, okay, dann gucken wir, dass wir jetzt in den Ostkongo gehen, weil im Ostkongo ist ja nun ständig irgendeine Form von Bürgerkrieg, wo Kinder missbraucht werden in allen möglichen Formen, sei es das junge Mädchen zur Zwangsprostitution gezwungen werden, oft da gewesen. Mein Sohn Robin hat dann später auch Sachen darüber gefilmt. Und ja, das ist also eine Sache, die mich nach wie vor immer noch sehr, sehr beschäftigt und immer noch sehr, sehr nahe geht. Jetzt haben wir natürlich Ebola in der Gegend. Wir haben Corona, klar. Und ich weiß nicht, ob ich da jemals noch mal hinkomme. Mittlerweile bin ich ja dann auch schon fast 71, ob ich mich dem aussetzen kann. Aber wir versuchen, dieses Projekt weiter am Leben zu halten und das von hier aus zu unterstützen. In Ihren jugendlichen Jahren können Sie sich das leisten. Ich bin schon 74, da sieht die Welt gänzlich anders aus. Dann schon mal gar nicht nach in Ostkongo. Erzählen Sie uns von Ihren Liedern gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Fremdenhass und von Ihren Konzerten gegen Pegida und Ihren Einsatz für Flüchtlinge. Für was? Für Flüchtlinge. Ach so, ein bisschen viel, ne, auf einmal. Also ich habe mich nie hingesetzt und habe versucht, ein Lied gegen Fremdenhass zu schreiben. Es ist immer aus irgendwas Erlebtem entstanden. Es ist immer so gewesen, dass mich etwas umgetrieben hat, wo ich dann wochenlang teilweise mit rumgelaufen bin und habe gedacht, da scheint ein Lied draus werden zu wollen. Ja? Über dieses Kindersoldatending habe ich dieses Lied Norgulu geschrieben damals. Weil die Kindersoldaten sind nach Gulu gekommen, weil sie da aufgenommen wurden, nach einem Ort im Norden Ugandas. Und sagen wir mal so ein Stück wie Arschu Zeng auseinander, was dann in Köln eigentlich so der Song war,
damals als in Rostock und anderswo die Asylantenheime brannten, haben wir in Köln die Kölsch singenden, das teilweise auch Karnevalsbands. Wir haben uns irgendwie getroffen, weil wir gesagt haben, wir müssen da was gegen machen, nicht, dass das übergreift. Wir müssen irgendwie da was gegen machen und auch den Leuten in Köln die Gelegenheit geben, dagegen aufzustehen, dass da irgendwie so eine Wagenburg oder was auch immer, irgendwas gebildet wird, wo man sagen kann, wir wollen das in Köln nicht. Und dann habe ich diesen Text geschrieben. Mein Freund Nikitakis hat die Musik dazu geschrieben. Und wir haben dann diese Veranstaltung auf dem Kölner Klobigplatz gemacht und wir haben gehofft, dass 20.000 Leute kommen. Und das am 9. November 92 sind dann wirklich über 100.000 Menschen dahin gekommen. Wir hatten keine Security, nichts. Wir hatten gar nichts. Wir haben nur alle unsere 3-4 Lieder gespielt und es ist nichts schief gegangen. Und das war so, als wenn die ganze Stadt gekommen wäre, um sich unterzuhaken und zu sagen, nee, ihr müsst dann an uns vorbei. Besser ihr lasst es sein. In Köln wird das nicht passieren. Das war ein Statement für die ganze Stadt. Und das ist nach wie vor, die Leute, die dabei gewesen sind, kriegt immer noch in unterschiedlichen Abständen, sagen wir mal, ich war dabei. Das soll ich sagen, ich war dabei. Die sind stolz darauf, dass sie dabei waren. Und das war schon ein ganz tolles Ding. Wann, wo und wie haben Sie denn gegen Pegida gesungen? Gegen Pegida? Ah, Moment mal. Ich habe in Dresden gab es dieses Konzert. Dresden ist bunt. Ja. Dresden ist bunt. Das war problematisch. Habe ich mit meinem Gentleman zusammen was gemacht. Ach. Gentleman und ich. Das war relativ schwierig, weil ich hatte zu der Zeit einen Bandscheibenvorfall. Also das war allein auf die Bühne hochzukommen, das war schon echt ein Kunststück. Aber wir haben es geschafft. Hat keiner gemerkt. Sagen Sie mal Ihre Einschätzung zu Friday for Future. Ich finde es großartig. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass sowas noch passiert. Weil der Zeitgeist ist ja ein komplett anderer geworden. Ja. Also der Zeitgeist ändert sich natürlich so spätestens alle 10 Jahre. Da ist nichts mehr von Hippietum. Ja. Oder das ändert sich an einem Stück. Und ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass die Jugendlichen tatsächlich nochmal das Heft in die Hand nehmen. Großartig. Wissen Sie, woran das liegt? In der Politik sitzen ja überwiegend Ältere. Ja. Und die machen eben nicht Politik für die Jugend und damit für die Zukunft, sondern eher für sich. Und das merken diese jungen Leute und fordern jetzt was anderes ein. Das finde ich daran fantastisch. Ich finde es ganz gut. Ganz gut. Also ist wirklich. Was erwidern Sie, wenn Ihnen gesagt wird, dass Sie ein Gutmensch sind? Das ist ja ein Unwort, Gott sei Dank, mittlerweile geworden. Das ist ja zum Unwort ernannt worden. Ich fand Ihre Antwort so schön. Sie haben gesagt, immer noch besser als ein schlechter Mensch. Ja, besser, ja, logisch. Also, Das leuchtete mir sofort ein. Ja, es ist wirklich ein Unwort geworden. Ja. Wie kam es zu Ihrer Tätigkeit als Moderator bei WDR 4 mit Songpoeten? Und bestimmten Sie die Auswahl der Musik? Ja, die haben mich gefragt, ob ich das machen würde. Also WDR 4 war eigentlich ein sehr, sehr verpönter Schlagersender. Und dann haben die WDR-Verantwortlichen haben dann irgendwann gemerkt, dass die Menschen im Alter zwischen 50 und 70 eigentlich gar nicht unbedingt mit Rex Gildo aufgewachsen sind, sondern dass die eigentlich alle mehr von den Beatles und von diesen Bands sozialisiert wurden. Und dann haben die sich überlegt, dass diese Sendung, dass dieser ganze WDR 4 umgekrempelt wird. Gut, dann haben die Schlagerleute natürlich aufbegehrt und haben gesagt, wo sollen denn die Schlager überhaupt noch gespielt werden? Ja. Kann man natürlich sagen, beim MDR, dann laufen sie sowieso. Ja. Insofern, ich finde das eigentlich ganz. Ich finde das eigentlich ganz toll, dass so ein Sender das dann sich selber nochmal in die Spur bringt. Ja, ja? Und die haben mich gefragt, ob ich einmal in der Woche diese Sendung machen könnte. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, habe ich keine Zeit zu einmal in der Woche, das werde ich nicht hinkriegen. Und dann haben wir halt. Okay, dann mache ich es einmal im Monat. Und jetzt habe ich jeden ersten Dienstag im Monat um 9 Uhr
eine Stunde Zeit, das sind ungefähr 12 Songs, die bereite ich gut vor. Die Geschichten dazu. Und die suchen Sie wirklich allein aus? Ich suche die komplett allein aus. Da spricht mir auch keiner rein. Und Gott sei Dank, ich mache das sehr gerne zusammen mit dem Tom Petersen. Das ist ein Radiomann, ein Musikmann. Das ist keiner, das ist nicht so ein Typ, der aalglatt, der jetzt irgendwie denkt, das Radioformat und alles andere. Ich meine, die meisten Leute wissen ja gar nicht, was Radioformat ist. Ich glaube, Sie haben ja eine Radiostimme. Ja, ich erzähle dann, ich kann mich dann natürlich auch teilweise auch verplappern, wenn es sein muss, aber ist ja egal, Hauptsache es macht Spaß. Ne? Für Ihre fünfteilige Videodokumentation Bob Dylans Amerika, die Arte ausstrahlte, schrieb die FAZ, dass sie vollkommen unverbogen und floskelfrei gewesen seien. Also mehr Würdigung kann man von der FAZ gar nicht bekommen. Das habe ich ja gar nicht gelesen, das muss ich mir ja ausschneiden. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, das war auch ein tolles Team. Aber da muss ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen von der FAZ und mir. Und zwar erschien ein Buch, Berliner Zoo. Nicht Tierpark, das ist Ost-Berlin, sondern Zoo in West-Berlin. Und die riefen mich an, der Zoo, ob ich mich auch mit dem Tier fotografieren lasse. Ich sage, ach nee, Leute, ich habe auch keine Zeit und das dauert. Dann sehe ich, aber es ist das Einzige, Sie sind nun mal bekannt, aber die na schön. Dann sagt er, was wollen Sie denn für ein Tier haben? Na, sage ich, auf jeden Fall ein Gorilla. Sagt er, ist gut, wir haben einen ganz lieben Gorilla. Dann ging ich auf die Wiese, der Gorilla kam und ich hatte eine Banane und mir als Ossi nahm der gleich die Banane weg, fand ich auch nicht wahrgeschickt. Und fraß sie auf. So weit, so nett. Dann war ich wieder im Büro, dann riefen die nochmal an und sagten, ach, wir hatten vergessen, Ihnen zu sagen, dass Sie dazu noch einen Text schreiben. Ach, was eigentlich? Also das ist unfrech. Und dann habe ich einen Text geschrieben und dann erschien das Buch. Die FAZ zeigte das Bild von Joachim Jauch mit einer Ziege. Na gut. Und veröffentlicht nur einen Text, das war meiner. Ja. Und der hatte folgenden kurz gefassten Inhalt, dass ich alle Tierschützerinnen und Tierschützer verstehe, die natürlich gegen Tiere im Zoo, im Tierpark, im Zirkus sind, weil die ja nicht artgerecht gehalten werden können. Und selbst wenn sich die Pflegerinnen und Pfleger die größte Mühe geben, es ist beim besten Willen nicht hinzubekommen. Da kam der zweite Absatz. Ich frage mich allerdings, wie wird man eigentlich Tierschützerin und Tierschützer? Ich glaube, das liegt daran, dass man als Kind in Zirkus, in Tierpark und in Zoo geht und die Tiere lieb gewinnt. Das gefiel denen. Du fängst bei A an und endest bei Z. Ja, sehr schön. Machte mir auch Spaß, ehrlich gesagt. So. Bob Dylan wurde Literaturnobelpreisträger, kam aber nicht richtig zurecht damit. Wissen Sie weshalb? Bob Dylan ist erstens mal sehr, sehr schüchtern. Ja. Sich irgendwo bei solchen Verleihungen zu verhalten, man kann ja mittlerweile auf YouTube ganz merkwürdige Situationen, als die festgehalten wurden. Also Obama hat ihm, ich weiß gar nicht, wie dieser Preis heißt, einen ganz wichtigen, den größten Kulturpreis, den Obama zu vergeben hatte, den wurde ihm dann auch verliehen. Und Bob Dylan sollte dann natürlich auch was dazu sagen. Er hat aber nichts dazu gesagt. Er hat nichts dazu gesagt. Und Obama war wohl auch gesteckt worden, dass man Bob Dylan nicht die Hände schütteln sollte. Was hat der Obama gemacht? Er hat ihm auf der Schulter getätschelt. Und was macht Bob Dylan? Er tätschelt zurück. Das ist eine unfassbare Preisverleihung. Ich fand das sensationell. Er ist einfach total schüchtern. Und deswegen ist er da auch nicht hingegangen. Dann hat er die Patti Smith dahin geschickt. Die hat dann den Preis in Empfang genommen und die war natürlich so aufgeregt wie nur was und hat sich dann auch versungen. Die hat aber Hard Rain's Gonna Fall gesungen und als klar war, dass Bob Dylan den Literaturnobelpreis kriegen würde, war mir natürlich auch klar, jeden Moment gehen die Telefone und ich muss dazu was sagen. Und was habe ich gesagt? Das Erste, was mir eingefallen ist, und selbst wenn er nur Hard Rain's Gonna Fall geschrieben hätte, der Literaturnobelpreis hätte ihm zugestanden. Ist ein bisschen übertrieben. Und ausgerechnet dieses Lied hat
Patti Smith dann gesungen. Das hat sich so ein schöner Kreis geschlossen. Das stimmt, das stimmt. War gut. Übrigens muss ich ja ein bisschen angeben, meine Tante Doris Lessing hat ja auch den Literaturnobelpreis bekommen. Und als das der Fall war, ich hatte ihr drei Wochen vorher gesagt, den kriegt sie noch. Also sie sagt, glaubt ihr, nie, die können mich nicht leiden, die haben darüber schon öfter beraten und so. Und dann nach drei Wochen kommt mein Pressesprecher, ich war noch Fraktionsvorsitzender, zu mir rein und sagt, du weißt, dass deine Tante heute den Literaturnobelpreis... Nein, sage ich, ja. Wirklich? Ja, lauter Journalisten wollen nicht sprechen. Nee, sage ich, du musst denen sagen, meine Tante hat den Literaturnobelpreis bekommen, nicht ich. Also, ja, das wissen die. Dann bin ich runtergegangen in den Laden, habe ein paar Kästen Sekt gekauft, hoch. Dann habe ich allen ein Glas Sekt eingeschenkt. Und dann war ich mit einem Satz in der Tagesschau. Und der lautete, ich bin immer besonders stolz auf Leistungen, wo mein Anteil bei Null liegt. Und das gefiel ihm. Und dann habe ich sie angerufen und habe ihr gratuliert dazu gesagt, da hattest du doch deine Finger im Spiel. Ich kenne da keinen Menschen. Ich kann nicht mehr. Das hat sie mir nicht geglaubt. Na, inzwischen ist sie gestorben, immer noch mit dem Glauben, dass ich das eingefädelt hätte, was natürlich Schwachsinn ist. Aber ich habe sie es dann auch glauben lassen. Bruce Springsteen. Was haben Sie mit ihm gemeinsam gemacht und was ist das für ein Mensch? Also ich mag ja seine Stimme, muss ich sagen. Das geht mir durch und durch. Aber wie ist der so? Bruce ist so, wie man ihn sich wünscht. Bruce ist einfach ein unglaublich nahbarer, lieber Kollege, ich habe den damals kennengelernt. Die ARD hatte die Idee, dass ich ihn interviewen sollte. Das war damals, als er dann erstes Greatest Hits Album rausgebracht hat und die Single war. Single damals war Hungry Heart. Und ich bin dann nach New York geflogen und habe die Proben gesehen für so ein kleines Konzert. Da war auch die Reunion der E Street Band. In den Jahren davor hat er ohne die E Street Band gespielt. Die Proben gesehen und dann gab es dann ein Konzert und am nächsten Tag hatte er dann so einen Interviewmarathon, von morgens bis abends interviewt werden. Ich weiß, wie das ist, wenn man den ganzen Tag im Halbstundentakt eigentlich immer wieder das Gleiche erzählen muss, wo man dann nicht mehr weiß, habe ich das dem schon erzählt, habe ich noch nicht erzählt. Und ich war der Letzte, der dran war. Ich habe gedacht, du lieber darfst mich hassen. Ja, und Dixter, man hat mich als Musiker vorgestellt und er hat eigentlich mich interviewt, was ich dann machen würde. Und dann habe ich immer, und das hat dann locker eine Stunde gedauert, wenn nicht noch länger. Das war das letzte Interview, dann kam noch die Patti dazu mit den Kindern. Die Kinder waren noch klein. Dann haben wir dann lange gesessen, dann haben wir noch Adressen ausgetauscht. Und dann keinen Monat später, eigentlich eine Woche, zwei Wochen später, kam die Anfrage, ob wir nicht Lust hätten. Ich habe damals dieses Album gemacht mit den ganzen Dylan-Songs. Leopardefell Band hieß das. Ob wir nicht Lust hätten, die Band in dem Video für Hungry Heart zu sein. Das wird er in Berlin aufnehmen. Hier, mittlerweile heißt dieses Lokal Butter auf der Kastanienallee, oder? Kastanienallee, ja. Das hieß damals noch Eckstein. Eckstein? Kaffee Eckstein, ja. Ja, klar, logisch, das schaffen wir uns drauf, die Nummer, prima. Und dann wurde ja geplaybackt letztendlich, muss ja einen Klick einhalten. Und ja, aber am Abend vor dem Dreh kam dann wieder ein Anruf, ja, aber wir könnten doch jetzt die Leute, die da hinkommen, jetzt nicht einfach nur als Statisten missbrauchen. Das wäre doch unverschämt. Ob ich nicht irgendwie eine Liste machen könnte mit Songs, die man so aus dem Hut spielen kann, ohne zu proben. Okay. Ein paar Stone-Songs, ein paar Dylan-Songs, ein paar Songs von ihm, die einfach waren, die hat er dann beigesteuert, irgendwas von Chuck Berry. Und dann haben wir tatsächlich Hungry Heart gespielt, zum Klick, wo Playback war. Wir haben aber mittlerweile dann am Ende haben wir das immer lauter gespielt, als das Playback war. Und immer dazwischen dann Honky Tonk Women, Street Fighting Man, Sympathy for the Devil, Knocking on Heaven's Door, weiß der Teufel, was wir da alles gespielt haben. Da wurde die Kamera wieder umgebaut, anderer Blickwinkel, wieder Hungry Heart. Und es war großartig. Wir haben total vergessen, dass wir ein Video gedreht haben. Okay, da spielen wir jetzt halt wieder Hungry Heart. Und da Hungry Heart für Spezialisten, da Hungry Heart gepitcht ist, das heißt, es ist um einen halben Ton im Studio höher gedreht, musste ich ihn immer dann, wenn er wieder den Leuten erzählte, so jetzt müssen wir leider wieder Hungry Heart spielen, das Kapodaster in den ersten Bund klemmen. Weil er musste das ja dann
praktisch in CIS Spiel. Ja. Und dann haben wir das wieder gespielt und irgendwann dachte dann der Hannes Rossacher, mit dem ich übrigens auch diese Dylan-Geschichte viele Jahre später in den USA gemacht habe, dachte ich, jetzt können wir aufhören. Und wir haben ein wunderschönes Konzert gespielt. Das war ja nur durch irgendwie Radio hat bekannt gegeben und da passiert was auf der Ecke da im Prenzlauer Berg. Und dann, es war wunderschön, es war wie ein Traum. Erzählen Sie uns mal, wie das Tauschkonzert war, also Sing meinen Song in Südafrika. Das heißt, irgendeiner musste Ihren Song singen und Sie haben dafür einen anderen gesungen und so weiter. Und war das gut? Oder? Das war, also ich wollte ja eigentlich nicht dahin. Ich habe ja eigentlich mich da gewehrt wie nur was. Ja. Eine sehr erfolgreiche Fernsehgeschichte, was auch eine tolle Idee war. Also da, aus den verschiedensten Genres hat man da Künstler und man singt dann von jedem Künstler, mit dem man eigentlich nichts zu tun hat, in seiner Art und Weise singt man dann von dem ein Stück. Und das war schon sehr interessant. Also versucht man es anders zu singen als er? So ja, klar, logisch. Ja, also versucht dann, da was Eigenes draus zu machen. Ja. Das ist natürlich auch eine tolle Band, die da begleitet. Und sehr, sehr flexibel. Es hat einen großen Spaß gemacht. Gott sei Dank gut, dass ich mich habe überreden lassen. Ich wollte eigentlich gar nicht. Weil ich hatte, ehrlich gesagt, ich hatte keine Lust, irgendwie einen Schlager zu singen. Ich hatte keinen Bock. Ich habe dann gesagt, Leute, könnt ihr mir dann... Eine Ausnahme hätte es gegeben, wenn Sie einen Schlager von Frank Schöbel hätten singen dürfen. Den hätte wenn ich Sie ja sehr Ahnung zufrieden gehabt, gewesen. Hätte ich ja keine Ahnung von gehabt. Aber ich habe... Nur ein Scherz. Lass mal so machen. Ihr sagt mir, wer kommt. Ja. Und ich sage euch, ob ich auch komme. Und dann haben sie natürlich in Acht genommen, da bloß... Keine falschen Namen zu sagen. Ja. Und dann bin ich hin und ich habe es keine Sekunde bereut. Das war ganz, ganz großartig. Übrigens war Bruce Springsteen auch in der DDR und hat dort gesungen. Da war vielleicht was los. Tausende Leute, ja. Sie hatten ja auch, also Ihre Platte ist ja auch erschienen in der DDR, aber Sie hatten ja mit der Künstleragentur der DDR einen Vertrag für 14 Konzerte. Und jetzt erzählen Sie uns mal, warum kein einziges zustande gekommen ist. Ja. Es ging um ein Lied, um einen Text. Was haben Sie denn da gesungen in dem Lied? Das Lied hieß erstaunlicherweise auf Hochdeutsch, deshalb spielen wir hier. Und deshalb haben wir dann nicht gespielt, weil das war dann doch etwas zu klar. Was war denn die schlimme Zeile? Da waren einige schlimme Zeilen. Ach so. Aber ich muss sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich kenne bestimmt diese Sendung Rund. Also es wurde unser Album von Drinnen und Russe wurde veröffentlicht und da Teil dieser Vereinbarung war, dass wir bei dieser Fernsehsendung Rund spielen würden und eine Tournee durch die DDR spielen würden. Aber das war prima, Abenteuer, wir waren halt abenteuerlustig. Na klar. Gar keine Frage, das war interessant, das zu tun. Wir wussten auch, dass wir viele Fans in der DDR hatten, haben ganz viele Briefe gekriegt, ganz viel Post. Und okay, und dann haben wir gesagt, also, aber Leute, wir sagen aber selber, was wir spielen. Bitte keine Zensur, wir machen das, können uns vertrauen, wir machen keinen Scheiß. Bei Rund, das war in Magdeburg in der Hyperschale, die jetzt mittlerweile Gott sei Dank renoviert wird, in der Hyperschale diese Sendung, die Pudis haben da auch gespielt. Und wir sollten drei Stücke playbacken und zwischen den einzelnen Stücken käme ein Moderator auf die Bühne, um mich zu interviewen. Diese drei Stücke inklusive der Interviews wurden dann natürlich geprobt. Ich habe allerdings bei keiner von diesen Proben das gesagt, was sie gerne gesagt hätten. Ich habe immer was geantwortet, was ihnen nicht gepasst hat. So, und dann wurde aber trotzdem, dass dann die Songs wurden gespielt und als die Sendung dann live ausgestrahlt wurde, kam keiner auf die Bühne, um mich was zu fragen. Es kam einfach keiner. Einfach liefen diese Playbacks hintereinander ab und wir standen auf der Bühne wirklich wie bestellt und nicht abgeholt. Was war? Haben wir uns in dieses Schicksal gefügt und haben dann diese drei Stücke gemacht und am Schluss dann gesagt, okay, also so, wenn das jetzt bei dieser Tour auch so geht, dass wir noch nicht mal sagen können, wieso wir in der DDR spielen, das ist nicht gut. Deswegen habe ich diesen Text geschrieben.
Und der Text war natürlich leicht provokant. Ich habe das noch nicht mal als Provokation, ich habe einfach als Klartext empfohlen. Das ist so, wir sind irgendwo auch eine linke Band und das muss schon irgendwie gehen. Diese linke Kritik, das muss schon irgendwie drin sein. Habe mich allerdings erst in den Monaten danach mit dem real existierenden Sozialismus so befassen können, wie ich es hätte vorher schon tun sollen. Ja, ich werde Ihnen Folgendes sagen, Sie haben bei den Interviews, bei den Proben einen Fehler begangen. Sie hätten immer so antworten müssen, wie die das gewollt hätten, um dein Live anders zu antworten. Ja, aber so waren wir nicht drauf. Ja, das ja. Hätte ich Ihnen gleich gesagt. Weil wenn Sie natürlich schon bei der Probe denen sagen, wie das ausgehen wird, das aber können Sie wir natürlich waren, vergessen. Wir ja? waren so wirklich... Wie war das mit der Bezahlung? Rund bekamen Sie noch bezahlt und die 14 Konzerte nicht, ne? Wir haben uns für die Kohle überhaupt nicht interessiert. Überhaupt nicht. Ich weiß der Geier, was wir dafür gekriegt hätten. Dieses Leichtmetall, Geld. Ja. Wir hätten uns. Nein. Die Schlagersänger bekamen in aller Regel ein Piano. Ein Piano? Was soll ich denn mit dem Piano? Ja, na, Sie nicht. Die hätten was anderes bekommen. Vielleicht einen kleinen Bagger oder so. Ja. Nein, wir waren ganz reine Seelen. Wir wollten einfach, wir wollten diese Tour spielen. Das fehlte uns gerade noch, reine Seelen. Also, es waren ja sogar welche, die gesagt haben, ihr hättet ja einfach auch im Palast der Republik sagen können, nee, wir spielen das Lied nicht. Dann hätte das doch gespielt. Hätte uns ja keiner von der Bühne zahlen können. Nein, natürlich nicht. Wir haben es nicht. Übrigens hat ja der, unser Rockstar hier aus Hamburg, Udo. Ja, der hat ja dann gesagt, er ist gegen die Raketen vom Westen und gegen die vom Osten. Und so. Gott, bekam es ja auch nicht weg. Nee, also die haben sich einfach in uns vertan. Die haben sich wirklich in uns vertan. Wir waren ja keine Politrock-Band in der Art von Flo de Cologne oder sowas. Wir waren eine Rock'n'Roll-Band und wer eine Rock'n'Roll-Band bestellt, der kriegt auch eine Rock'n'Roll-Band und keinen Jungdiplomatenkurs. Ja. Ja. Ich habe ja gesagt, Sie hatten den falschen Begleiter. Ja. Aber wie war Ihre Begegnung mit Heinrich Böll? Das war sehr schön. Also ich habe den Heinrich Böll kennengelernt, als wir 1983 dieses Buch gemacht haben. Also ganz viele Verlage waren hinter uns her, dass wir ein Buch machen sollten. Und wir haben gesagt, wenn, dann machen wir das selber. Dieses Buch hieß dann auch Bab über Bab. Jeder von uns hat das geschrieben, was er meinte, was in so ein Buch reingehören würde. Und das haben wir im Verlag von Heinrich Bölls Sohn René gemacht, im Lamuf Verlag. Bei Steidel wurde es gedruckt in Göttingen. Und es war wirklich ein wunderschönes Buch. Und als wir dann die ersten Arbeiten bei Lamuf gemacht haben, das war im Vorgebirge, da wo der Böll dann mittlerweile auch wohnte, irgendwann kam er rein, hat uns über die Schultern geschaut und hat gedacht, ach, das ist ja interessant. Und er war so unheimlich liebevoll. War so ein ganz, ganz, wie soll man sagen, auch so eine reine Seele irgendwie. Es war so... Der wollte nur das Beste. Der wollte wirklich, hat versucht, sich in uns rein zu versetzen. Der wollte was von uns wissen und wirklich ein Good Listener, das gibt so einen Begriff, ein guter Zuhörer, der auch die richtigen Fragen gestellt hat und hatte große Sympathien für das, was er da so gehört hatte, was wir so machten. Der könnte ja diese laute Rockmusik könnte er ja eigentlich gar nicht mehr hören. Er hat so Probleme mit den Ohren, das würde ihm immer so wehtun, aber er fände dieses Stück mit dieser rot-weiß-blau quergestreiften Frau, da wird er sich immer drüber wegwerfen. Das fand er so, das war sein Lieblingslied. Sie haben Nelson Mandela kennengelernt und für ihn auch eine Rede gehalten. Was bewunderten Sie an diesem Mann am meisten? Ich will ihn auch beginnen, ich sage Ihnen noch gleich, was ich am meisten bewunderte. Diese Standhaftigkeit und dieses... man muss sich vorstellen, man führt so ein Leben, was so auch so aussichtslos, diese Ziele, die er verfolgt hat, das war ja so aussichtslos wie nur was. Aber er hat sich einfach nicht unterkriegen lassen und Gott sei Dank hat er damit gewonnen. Wissen Sie, der Großmut, den er hatte, wenn ich 27 Jahre unschuldig gesessen hätte, ich weiß nicht, ob ich einen solchen Großmut hätte aufbringen können. Nein. Aber er wollte keinen von denen bestraft sehen, er wollte nur die Wahrheit. Ja. Also das
Ja. Wirklich, der hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Auch sehr imponiert. Und er war eine Weltautorität und die haben wir nicht mehr. Leider. Wirklich leider. Sie sind zum zweiten Mal verheiratet, haben insgesamt 4 Kinder und ich möchte nur wissen, ob aus Ihren 4 Kindern etwas Vernünftigeres wird, als das, was wir beide geworden sind. Schauen wir mal, da sehen wir schon, hat der Beckenbauer gesagt. Was macht das Komitee in Köln für eine alternative Ehrenbürgerschaft? Für eine alternative Ehrenbürgerschaft? Ja, da waren Sie mal mit drin, und zwar weil noch so viele Nazis Ehrenbürger von Köln waren. Hat sich da so ein Komitee gebildet und da sind Sie mit reingegangen. Verleihen Sie heute immer noch alternative Ehrenbürgerschaften? Ich bin da nicht mehr sehr auf dem Laufenden, ehrlich gesagt. Also, Können Sie uns mal erzählen von Ihren Erfahrungen mit Corona und Pandemie? Was bedeutet das eigentlich für einen selbstständigen Künstler? Es wird ja plötzlich alles abgesagt. Ja, das ist schon, der Begriff Planungssicherheit kriegt ja eine ganz andere Dimension. Also wie kann man planen? Also selbst jetzt, wo diese Lockerungen angesagt sind. Also wir haben ja... am 16. August 19 das letzte Konzert mit Bab gespielt. Das war in Bonn auf dem Kunstrasen. Wunderbares Konzert. Und danach haben wir das neue Album aufgenommen. Das haben wir dann im September veröffentlicht. Wir sind unmittelbar nach diesem Auftritt nach Dresden gefahren, haben da in einem sehr schönen Studio bei sehr netten Leuten dieses Album aufgenommen. Und hatten vor, das zu meinem 70. Geburtstag eine Tournee anzufangen in der Köln Arena. Und ging ja nun mal nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, schieben wir halt ein Jahr. So, jetzt aber zum 70+1 sind wir immer noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass wir das auch spielen können. Das Konzert ist ausverkauft. Sie wollen noch von März bis November 22 die Tour machen unter dem Titel Schließlich und Endlich. Jawohl, das war Schließlich und Endlich war ein guter Titel, weil man ja weiß ja nicht, wann das mal endet. Ja? Ja. Also wir hoffen, dass wir spielen können. Bei einer ausverkauften Köln Arena könnte es zu so einer Publikumstriage kommen. Weil wie willst du die Abstandsregeln da machen? Aber da vielleicht tut sich ja innerhalb dieser 6 Wochen, die da noch zwischen sind. Wir werden auf jeden Fall proben. Wir werden die 3 Konzerte davor spielen. Da geht das. Und wir hoffen, dass wir das in Köln dann tatsächlich auch spielen können. Der Konzertveranstalter ist ganz optimistisch. Der sagt, das wird laufen. Das wird laufen. Ich bin auch gut mit Karl Lauterbach befreundet. Ich wünsche Ihnen und... Sehr wichtig. Wir müssen anrufen. Sie müssen ihm noch etwas Tempo beibringen. Das ist aber sehr charmant. Er gibt sich so eine Mühe. Ja, er gibt sich eine Hat ja auch ein neues Outlook. Ja, es ist mit dem Tempo, der hat das nicht. Muss aber auch nicht sein. Nein, muss natürlich nicht. Auf der Flucht. Natürlich nicht. Ich weiß, dass Sie 2012 einen Schlaganfall hatten. Deshalb meine Frage, hat sich dadurch, wenn auch so eine Lebensgefahr plötzlich bestand, Ihr Verhalten geändert und Ihre Einstellung zum Leben etwas geändert, wenn man plötzlich die Endlichkeit begreift? Ich meine, man weiß es natürlich schon als Kind, aber wirklich begreifen ist ja was anderes. Also ich glaube, ich bin demütiger geworden. Also Demut ist überhaupt so ein Ding. Je älter man wird, desto demütiger wird man wahrscheinlich. Ich bin unglaublich dankbar für das Leben, das ich bisher führen durfte. Und weiß das wirklich wertzuschätzen. Man muss sich das mal vorstellen. Da fliegt jemand von der Schule, der lernt Malerei und kommt dann auf einmal dann mit seinem Hobby raus. Und das Ganze dauert jetzt schon, diese Bab-Geschichte dauert ja schon fast 45 Jahre. Wer hätte das für möglich gehalten? Ich führe ein wunderschönes Leben. Ich mache nur, was ich gerne tue. Ich bewundere solche Biografien. Helge Schneider hatte 18 Berufe, den längsten hat er 6 Wochen ausgeübt. So zwischen einer Woche und 6 Wochen. Und kein Mensch hat, bis dann plötzlich irgendjemand entdeckte, dass der wirklich was kann. Ja. Das ist, ja, bei Ihnen ist das auf ganz andere Art aufgelaufen. Jetzt müssen Sie einen Satz sagen zu Russland, Ukraine und NATO. Ein Satz. Ein Satz? Ja.
Mehr kann ich nicht mehr hören. Mehr, es ist wirklich auch sehr schwer. Ich muss allerdings ganz viel dazu hören. Ich bin Nachrichtenjunkie. Ich muss das alles wissen. Ich muss das alles wissen, was da läuft. Und wir haben ja alle irgendwann mal oder gedacht, so jetzt sind diese Machtblöcke verschwunden, jetzt wird alles gut. Ja, geschissen. Es ist nicht alles gut. Und die NATO-Osterweiterung, das war ein über den Tisch ziehen sondergleichen. Das war nicht jetzt fair. Ist der das Vermerk. War nicht fair. Und jetzt ist, ich habe das, die haben ja immer gesagt, verstößt gegen den Geist von 2+4. Und jetzt ist der Vermerk gefunden worden, weiß nicht, ob Sie das schon gelesen haben, von den 4 Direktoren der Außenministerien der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands von 1991 nach Herstellung der deutschen Einheit, wo sie sagen, der Preis der Zustimmung der Sowjetunion für die deutsche Einheit war, dass wir die NATO nicht erweitern. Haben Sie dort selbst reingeschrieben. Und dann haben Sie natürlich das ist ja wirklich irgendwo mal schriftlich. Die ganze Zeit hieß es ja, das war ja nur mündliche Zusage. Ja. Ich halte viel mehr von einem Handschlag als von Gott weiß wie vielen bedruckten Seitenpapieren. Ein Handschlag gilt einfach. Übrigens hat Genscher das ja gesagt. Da gibt es auch ein Video, wo er das sagt, dass niemand daran denkt und das wird nicht stattfinden. Und dann wurde mir immer entgegnet. Ja, aber es steht ja nicht im Vertrag. Ja. Da habe ich gesagt, ja, aber dann müssen wir das abschaffen, dass Außenminister sich überhaupt noch äußern. Also entweder steht es im Vertrag, sonst haben sie nichts zu sagen. Wenn das keine Rolle spielt, was er gesagt hat. Also ich konnte sie schon nerven. Das ist ja dann auch mein Job. Aber all das macht uns Sorgen. Aber ich bin ein Zweckoptimist und glaube nicht, dass es zum Krieg kommt. Ja. Ich bin ein Zweckoptimist. Ich schließe mich dem an. Gut. Lieber Wolfgang Niedecken, Sie haben hohe Auszeichnungen erhalten, darunter das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, aber auch Menschenrechts- und Musikpreise. Sie sind Mitglied der erfolgreichsten deutschen Rockband BAP, die es ohne Sie nie gegeben hätte. Sie haben auf allen Kontinenten Zeichen gesetzt, sich politisch engagiert und viele Menschen zum Nachdenken gebracht. Ich möchte Ihnen ein besonders inniges Dankeschön sagen und Sie erneut bitten, uns weiterhin mit Ihrer Musik bis an unser aller Lebensende zu erfreuen. Es wird mir ein Privileg sein. Hey. Oh. Komm. Dankeschön. Mach's gut.